Moin und herzlich willkommen zu Target Priority, dem ziemlich kompetitiven 40K-Podcast. Ich bin Sebastian. Ich bin Benjamin. Es ist die Hotness hier drin. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Okay. Ist okay, oh, das freut mich. Das freut mich. Ich sitze hier unterm Dach und habe easy 40 Grad, wenn nicht gar 70 bestimmt. Ja. Zwischen uns liegt ja die Hunte. Ich denke, das ist eine andere Klimazone dann hier. Ich denke auch. Also hier ist es viel schwüler. Hier ist ja auch eigentlich mehr Sand auch. Ja. Und mindestens 3 Kilometer südlich. Ja, siehst du. Da kannst du mal sehen. So ist das nämlich. Alles klar. Wunderbar. Intro wieder hervorragend hinbekommen. Schön, dass wir wieder zusammenfinden. Das letzte Mal ist etwas länger her, was auch dem Ganzen geschuldet ist, dass ich bei unserer letzten Aufnahme, die wir geplant hatten, einfach mal brutalst ausgefallen bin, weil ich meinen Kopf nicht mehr bewegen konnte. Ja, Kacknacken, ey. Kacknacken, so kann man das sagen. Das war richtig, richtig ätzend. Hat wenig Spaß gemacht, aber nun ist, wie es ist. Deswegen sind wir aber ja heute wieder da. Und im Rahmen des heutigen und im Rahmen der Freude möchten wir uns natürlich erstmal ganz, ganz dolle bedanken bei Menschen, die auf die wilde Idee gekommen sind, Mitglied bei uns zu werden und uns Patreonagemäßig zu unterstützen. Da hätten wir einmal Silent Bob, wir haben Midas Smoke, wir haben Raffi Rash, wir haben Mr. Flu, wir haben Frog. Und wir haben, mein Gott, was ist denn da noch? Der Erzfeind natürlich immer dabei, sehr schön. Tim Krüßmann, herzlichen Dank auch an dich. Sealcore ist dabei, meine Güte, da sind einige zugekommen, aber ich weiß auch warum, das Bämpchen können wir ja gleich platzen lassen. Dennis Hehl ist mit dabei, Christian Matschke und Davina und was haben wir hier noch? Das 40K Wohnzimmer, danke, danke, danke. Marco Nordhoff. Meine Güte. Genau. So, das war und PyMai. Genau. Und HDU Lag ist auch dabei und der Zeitlose ist dabei. Meine Güte, Thomas ist dabei. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr geil. Da kommen wir aber auch direkt in, ich würde so fast sagen, wir machen es andersrum. Wir hatten ein anderes Thema zuerst geplant, aber jetzt gehen wir, glaube ich, ganz schön einfach aus diesem Thema genau dahin, warum vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere Person Patreon geworden ist. Ja, ich möchte noch eins vorausschicken. Für die Patreons, die Großen, die warten bestimmt schon sehnsüchtig auf Würfel. Die sind geordert und unterwegs. Jetzt irgendwie hat sich ein bisschen gezogen, aber gelb und blau sind sie quasi schon on the way here. Und dann dauert es auch nicht mehr so ewig, bis die bei euch sind. Ja, ich warte auch schon sehnsüchtigst. Mhm. So, jetzt hast du was dazwischen geschoben, aber dann kannst du jetzt auch versuchen, den Faden wieder so aufzunehmen, wie ich den dir hingelegt hatte. Nee, der ist weg. Wir hatten den Ticketverkauf für das wundervolle Hanseatic Alliance Open 2024, das stattfinden wird am 1. Oktoberwochenende. In sexy Bremen. Im Oktober, wollte ich gerade sagen. genau, also von 4. bis 6. Oktober in Bremen. 200 Spieler, 8 Runden, Freitag 3, Samstag 3, Sonntag 2. Und die Brücke zu den Patreons ist ja, dass wir den wundervollen Vorverkauf für unsere Unterstützer haben. Die haben dann quasi die Gelegenheit, eine Woche vor offiziellen Verkaufsstart schon Zugriff auf die Tickets zu haben. Und das haben auch sehr, sehr viele genutzt. Oh ja. Und sich damit ein Ticket sehr sicher gesichert, so dass wir dann, dass der freie Verkauf gestartet ist, nach circa einer Stunde komplett ausverkauft waren. Ziemlich bombastisch ist, muss ich sagen. Es ist jedes Jahr irgendwie das Gleiche, dass ich mir so denke, oh, was, wenn dieses Jahr irgendwie, es kann ja auch ein bisschen länger dauern und es sind so viele andere große Turniere jetzt gerade und wäre schön, wenn es halt wieder klappt und dann guckst du dir das an und ist das halt nach einer Stunde gegessen, das Ding. Also es ist einfach so geil, deswegen ein riesiges, riesiges, herzliches Dankeschön an alle, die erstmal ein Ticket gekauft haben, aber alle, die sich natürlich jetzt auch noch auf die Warteliste haben setzen lassen, die Bock haben, dabei zu sein. Zeigt einfach, dann haben wir letztes Jahr ja doch einiges richtig gemacht. Und das freut mich natürlich wahnsinnig.
Ja, also lief auch gut, finde ich, der Ticketzähler. Also wir haben es jetzt anders gemacht, diesmal über direkte PayPal-Überweisung und T3 läuft, glaube ich, ganz gut. Wir werden das versuchen, regelmäßig abzudaten, Wartelistenwechsel und sowas, was da in T3 passiert. Das wird quasi die Teilnehmerliste da sein. Genau. Natürlich alles noch in BCP, ist auch klar, darüber werden wir es abwickeln. Aber erstmal, dass jeder weiß, wer da ist und so, und ob man selber dabei ist. Es wird dann auch in Bälde eine Rundmail an alle Teilnehmer geben mit den weiteren Schritten, wie ihr die coolen Angebote wie Getränke, Flatrates, abendliches Pizza, All You Can Eat und all die schönen Dinge, die wir noch anbieten, mitmachen könnt, Partnerinnen und Partnerprogramm. Ja, genau. Das machen wir alles einmal gesondert dann, für wenn die Teilnehmer soweit safe sind, die ersten Ruckelungen auf der Warteliste durch sind, dann geht das einmal raus. Und dann freuen wir uns hart. Dann gehen wir erstmal alle in Urlaub und dann freuen wir uns hart. Ja, okay. Naja, was mir natürlich mal wieder aufgefallen ist, ist, also erstmal vielleicht zu T3 ist gerade eigentlich frisch geupdatet. Ich habe nochmal alle Listen verglichen und alles, die im oberen Bereich bei T3 sind, die haben auch reell ihr Ticket. Ich glaube, 7 Leute fehlen. Das hat einige Gründe, weil man T3 anscheinend nicht benutzen kann. Keine Ahnung. Die sind auch schon alle angeschrieben worden. Genau. Und das ist aber auch, weil vielleicht ein bisschen international unterwegs, das dann, ist ja eine sehr deutsche Plattform, genau. Mhm. Jetzt habe ich ein bisschen vergessen, was ich noch sagen wollte. Irgendwas anderes wollte ich noch sagen. Du hast bei Urlaub so aufgeschrieben, aber. Ja, ach ja, genau. Was mir aufgefallen ist, wir schreiben heute den 10.7. im Jahren des Herrn 2024 und das bedeutet, wir haben nicht mal mehr einen Monat bis zur WTC. Und wenn die WTC vorbei ist, haben wir nicht mal mehr 2 Monate bis zum HAO. Ist richtig. Und wenn ich das so laut ausspreche, kriege ich eine Gänsehaut. Ja, ein bisschen Grusel, ne? Also Gruselgänsehaut. wie bei uns immer, machen wir immer eins nach dem anderen. Nämlich erstmal der ganze WTC-Bums hinfahren, streamen, mitspielen beim Warmaster. Und dann wird's in Richtung Rules Pack, Layouts, das ganze gute Zeug gehen, alles, was man für so ein Turnier noch so braucht, ne? Ja, also ich meine, also da haben wir ja auch schon unsere ganz eigenen Ideen, ne? Ja. So. Aber das hauen wir später raus. Das hauen wir später raus, genau. Aber ich sag mal so, also Gelände, das ist so ein, das ist so ein Fragezeichen so. Mhm. Layout, also wir spielen nicht Gelände. Genau, wir spielen Planet Bowling Ball. Und das wird richtig. Auf jedem dritten Tisch. Genau, damit sich jeder richtig aufregen kann. Die anderen sind Stadtmaps. Ja, die anderen kriegen quasi das Gelände, was auf den anderen fehlt dazu. Ja, ich möchte gerne so Stadtmaps mit Wolkenkratzern. Ja. So, dass also auch. Nicht wie bei der WTC so Dance und Light, sondern einfach so All extra Dance. Ja, genau. Also, wo zwischen zwei Gebäuden immer nur ein Infanteriemodell mit 25er Base durchkommt. Ja, und genau. Das ganze Feld aber auch damit voll ist. Ja, du musst halt mit den Bedingungen klarkommen, ne? Ich meine. Ja. Man kann doch immer noch indirekt auf die 4+ treffen, was willst du dann? Ja, irgendwie so ähnlich. Genau. Ja, das wird auf jeden Fall super, da könnt ihr euch auf was freuen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auch schon. Und genau, damit würde ich sagen, hinters HAO schon mal ein kleines Häkchen gemacht. Ja. Und damit starten wir rein. Wir sind natürlich ein bisschen late to the party, nichtsdestoweniger möchten wir natürlich ganz viel über Dinge reden, die in den letzten Wochen in 40k passiert sind, auch weil es natürlich den großen Event in einem Monat dann ganz besonders betrifft, nämlich das Warmaster für uns / die WTC, wo wir Team Germany wieder unterstützen. Da werden wir dann nachher auch noch drüber sprechen. Aber erstmal ein kleiner Blick in die Vergangenheit, denn in Braunschweig hat das German Super Major stattgefunden. Vielen herzlichen Dank an die Orga. Das war ein richtig dickes Ding, meine Güte. Was hatten wir am Ende? 440, 460 Spieler? Ja, ich glaube so knapp über 400. Also es waren glaube ich so 430 gemeldet und dann vor Ort so über der 400er Marke auf jeden Fall. Ja, geil. Also von daher, Event ever. Herzlichen Glückwunsch, hat das HAO 2023 abgelöst als das stärkste bzw. größte Einzelspielerturnier. Ja. Feig, sag ich mal. Ja. Genau, und wir sind auf die, ich weiß nicht, wie besoffen wir waren, als wir auf die Idee gekommen sind,
Ich glaube aber, das war ein Stück weit von mir initiiert, weil ich das unbedingt mal testen wollte. Und zwar haben wir gedacht, wisst ihr was, streamen oder spielen? Pah, machen wir beides. Ja. Ja. Haben wir auch beides gemacht. Stellte sich heraus, wenn man zwei Dinge gleichzeitig macht, macht man beide nicht gut. Also man könnte jetzt sagen, dass man die Theorie auch vorher hätte aufstellen können. Haben wir auch. Und man muss aber so eine Theorie auch erstmal verifizieren, ne? So, also dann, wir sind halt diejenigen, die das dann jetzt einmal wirklich verifiziert haben. Ja, das für heißt, alle braucht ihr nicht mehr machen. Genau. Also, das ist wirklich die dumme Idee. Ihr könnt uns gerne fragen, ob das eine gute Idee ist, und dann sagen wir, nein, ist es nicht. Ja. Ich weiß nicht, was schlimmer war im Ergebnis, die Fernsehqualität oder das Spiel selbst. Ich glaube, die Fernsehqualität war halt einfach komplett für die Tonne so, weil man halt beim Spiel nicht die Art von Kommentar und Begleitung macht, die man braucht. Das nimmt unglaublich ab einfach, ne? Am Anfang bist du voll im Game und im Tunnel. Ja, da, es stellt sich aber auch raus, das nehme ich jetzt nicht als Entschuldigung, sondern das ist einfach nur beschreibend dafür. Benny und ich sind halt, also wir lieben es, Podcasts zu machen, wir lieben es zu streamen, aber wir sind im Herzen Spieler. Und das finde ich, das merkt man da ganz stark, dass wir ab einem gewissen Punkt halt in the zone sind und sagen, jetzt ist vorbei, jetzt tanze ich hier nicht, ich will jetzt irgendwie dieses Spiel, ich will den Typen, der auf der anderen Plattenseite ist, den will ich jetzt hier roffelstompen. Und dafür brauche ich aber jede kleinste Ecke meines Gehirns und da wird es dann halt ein bisschen schwieriger. Ja, das, also wie gesagt, das hätte man auch ahnen können, allemal. Da brauchen wir uns eigentlich nicht überrascht sein. Aber ich fand tatsächlich, dass es also mich beim Spielen gar nicht so arg gestört hat, außer dass man sich halt irgendwie mal gefragt hat, sind die Mikros noch an und keine Ahnung. Ne? Irgendwie was da so 0,3% Brainpower ging da vielleicht rein. Das fand ich jetzt gar nicht so krass. Aber der Stream selbst war halt einfach für die Tonne. Ne? Also kann man dann halt auch einfach lassen. Ja, also ich hätte auch für mich gesagt, also es war, glaube ich, für einen selber nochmal ein ganz gutes Training, um zu gucken, kann ich 40k spielen, wenn eine Kamera oder wenn mehrere Kameras auf mich gerichtet sind? So, das ist das Learning. Ja, das stört mich absolut nicht, ist mir sogar ziemlich egal. Aber genau, spielen und gleichzeitig halt wirklich alles permanent verbalisieren. Irgendwann verliert man da wirklich den Faden und entscheidet sich dann für eine der beiden Richtungen. Und dann ist es so, wie es ist. Außerdem, was natürlich total schade ist, ist, dass wir natürlich auch einiges an geiler Technik am Start haben, mit der du halt dann ein Stück weit eigentlich nicht mehr rumspielen kannst, weil du halt andere Dinge gerade machst. Kamerawechsel, ne? Und hast du nicht gesehen, hier bewegliche Kameras, dies, das. Das war alles egal. Mir tat es ein bisschen leid für die Leute, die mitgemacht haben. Also erstmal danke an alle, die mit auf dem Stream waren. Das war super cool, dass ihr euch damit da drauf eingelassen habt. Ich hoffe, das hat auch niemanden irgendwie belästigt in irgendeiner Form. Aber war ja auch mal eine schöne Gelegenheit für Leute, ins Fernsehen zu kommen, weil wir sonst immer nur die Top-Table streamen. Und da bin ich derzeit auf jeden Fall nicht unterwegs. Insofern war das für den einen oder die andere auf jeden Fall eine Gelegenheit, auf dem Stream zu spielen. Fand ich eigentlich auch ganz witzig. Hast du das nur gemacht, damit du auch mal ins Fernsehen kommst? Jetzt verstehe ja, genau. Ich das. Ja, ja. Ah. Deswegen habe ich zu deiner Idee gesagt, ja. ja, also geil. Das war das Thema. Sehr viel Aufbau, sehr viel Abbau, sehr viel zwischendrin Hassle. Für die Erkenntnis braucht man nicht wieder machen. Ist okay. Genau, das kann man so sagen. Wir werden uns in Zukunft auf das eine oder das andere konzentrieren und gehen wir mal rein, weil wir ja gerade gesagt haben, jetzt haben wir erstmal erklärt, warum wir das eine so schlecht gemacht haben. Jetzt können wir ja mal kurz erklären, warum wir das andere so aufbaubar gemacht haben. Sagen wir mal so. Oder da geht auf jeden Fall mehr, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber nein. Vielleicht zuerst würde ich sagen, über 400 Leute, der Event, die Orga, alles drumherum, fand ich super. Das Catering draußen mit den Autos, hätte ich jetzt fast gesagt, mit den Foodtrucks, mit der Auswahl, fand ich auch echt gut. Ich habe mich immer an die Bowls gehalten, muss ich ehrlich sagen, weil ich irgendwas Frisches brauchte, weil es war ja auch wirklich ein warmes Wochenende. Mhm. Einziger Negativpunkt, aber damit konnte man rechnen, ist die enorme Lautstärke. Ja, das war wirklich laut. Also wir hatten schon ein bisschen den Gedanken, oh, das könnte ein bisschen werden wie in Mechelen, weil das ja auch so ein Flugzeughangar ist, sehr hoch, keine Isolierung quasi. Es war schlimmer. Ja, weil kleiner, ne? Also genau. Ja, dann noch etwas kleiner war und wenn 400 Leute gleichzeitig reden und War schreien, dann ja,
Genau. Was man besonders gemerkt hat, ist, dass normalerweise trifft man sich ja abends immer noch und geht noch mal irgendwie, geht erst was essen und dann trinkt man irgendwie so 2-3 Getränke zu viel im Normalfall. Mhm. Wir sind zum Griechen gegangen, haben da lecker gegessen, ein Getränk getrunken, sind zum Hotel und dann sind alle schlafen gegangen. Ja, alle durch. Alle durch, weil einfach wirklich körperlich kaputt, ne? Also wirklich, war sehr anstrengend. Das ist jetzt nichts, wo die Orga, glaube ich, zumindest an dem Ort großartig was machen kann. Man kann es jetzt nicht irgendwie dir eine Hebebühne kaufen und dann Eierpappen oben auf die Decke kleben. Man kann als Spieler höchstens damit genau umgehen. Also ich habe tatsächlich mein erstes Spiel, weil ich so überwältigt war von der Lautstärke, ich bin auch eher lärmempfindlich, so als Mensch, und habe mir tatsächlich Oropax reingeworfen, die ich zufällig in der Tasche hatte. Das war gut. Das ist dann nicht 100% optimal, weil man selber halt irgendwie nicht so ein Gefühl hat, wie laut man spricht und so, ne, dass ob der Gegner einen hört und so, aber also für mich war es wirklich sehr relaxing, sag ich mal, und hat dazu geführt, dass ich mir auch unmittelbar erstmal hochwertigere Oropacks oder so, also Stöpsel auf jeden Fall besorgt habe. Ja. Für genau diesen Zweck. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man in solchen Locations gut für sich machen kann. Das ist in Hotels und so nicht ganz so krass, wo Teppichboden und niedrigere Decken und da verteilt sich das Ganze ein bisschen mehr. Ist auch laut, aber nicht so krass, nicht so hallig. Also in so einer Location wie dort und in Mechelen würde ich es auf jeden Fall immer machen und auch empfehlen tatsächlich. Weil es doch, das ist halt Stress, den man nicht als Stress wahrnimmt, aber das macht halt fürs Gehirn unglaublich viel, wenn du genau, der Körper wird dir das schon verarbeiten sagen, ja, musst und rausfiltern, was dein Gegenüber sagt und so. Und ich, ja, es macht halt dann müde oder kaputt. Manche kriegen davon Kopfschmerzen oder irgendwie Überstimulation oder was weiß ich. Und also ja, meine Empfehlung auf jeden Fall, sich da dann quasi zu schützen. So, also definitiv, würde ich aussagen oder immer wieder unterstützen. Ja, dann gehen wir doch vielleicht erstmal eine Runde rein. Ich würde vielleicht auch noch mal ein General Feedback machen. Ja, natürlich. Ja, sicher, klar. Ich fand auch, das war ein sehr rund organisiertes Event. Danke an Sven und Fabi, das auf die Beine zu stellen, irgendwie einfach mal den crazy Move zu machen und zu gucken, wie viele Leute wir eigentlich in einer Halle kriegen. Sehr viele. es war also wirklich top organisiert von Anfang bis Ende, so im Sinne von Ablauf, Spiele, das lief. Kleine Sachen kann man immer verbessern, irgendwie, dass die Lautsprecher quasi in den großen Raum sprechen, wenn man zu den Leuten in dem Vorraum spricht, wenn man nichts versteht und so. Das sind aber Sachen, die lernt man halt beim ersten Mal, macht sie beim zweiten Mal anders. Ich hatte so zwei, also neben dem Lärm, für den wirklich keiner was kann, hatte ich zwei Schmerzpunkte, so die ja, wo ich sage, kann man verbessern. Das eine ist, und das sage ich nicht irgendwie aus Business-Interesse, weil ich selber Gelände mache, ich fand das Gelände sehr wackelig. Also das war so leichte Pappe, quasi diese Architektenpappe, Stückprogramm, und das hat sich halt bei jeder Interaktion mit verschoben. Das war, wenn man sehr viele Modelle bewegt, wie ich, hat mich das schon immer wieder Minuten gekostet, glaube ich. Immer wieder gucken, das wieder zurückzuschieben und so. Das fand ich einfach ein bisschen schade. Aber auch das, ne, muss man anerkennen, dass einfach so eine Masse an Tische muss man auch erstmal hinstellen. Also es ist jetzt irgendwie keine böse Kritik, sondern eher so ein Verbesserungsvorschlag. Und das andere waren Preise für Verpflegung. Da war ich dann doch ein bisschen, habe ich schon geschluckt. Also gerade was Getränkepreise. Ach so, ja, die Preise, ja. Hat mich aufs Festival vorbereitet, was dann ein paar Wochen später kam. Festivalpreise ist, glaube ich, der richtige Ausdruck davon. Und ja, wir kennen es auch vom HAO und das ist auch nicht geiler und wir kriegen es auch nicht gut verhandelt da, dass die da quasi den klugen Move machen, weniger Preis, mehr verkaufen. Ich weiß nicht, wie da der Deal war in der Halle in Braunschweig. Ich vermute mal auch, dass du da an irgendwelche Caterer gebunden bist und die dann mehr oder weniger aufdrücken. Aber das ist auf jeden Fall für mich, war so Schmerzgrenze erreicht bei Getränken. Also insbesondere so bei Wasser, wo man dann irgendwie fast nach dem 5-Euro-Schein greifen muss. Ja, nee, da bin ich bei dir. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es dann trotzdem, glaube ich, auch völlig in Ordnung war, wenn man sich selbst was mitgebracht hat. Genau, das war, da hat ja auch keiner was gesagt. Und das wusste ich nur am ersten Tag noch nicht und dementsprechend
öfter an der Theke da, aber nun gut. Und das ist das andere, und das ist aber jetzt wirklich eher mein Ding. Ich mag es halt überhaupt nicht, mich, also wenn ich halt bis letzte Minute gespielt habe vor der Mittagspause, mich dann irgendwie in eine Schlange zu stellen, von der ich nicht weiß, ob ich da fertig bin, bis das nächste Spiel losgeht. Das ist halt, war halt auch, wenn du 5 Foodtrucks hast und 400 Leute und alle müssen essen, dann wird sich irgendwo eine Schlange bilden. Da verzichte ich dann einfach lieber drauf und fahre mir irgendwie ein Brötchen rein und oder verzichte ganz auf Essen lieber, als dass ich mich, also diese Pause dann da in der Schlange verbringe, da will ich dann einfach nicht sein. Ja, ja, kann ich total nachvollziehen. Also. Aber all das sind Sachen, die, ja, sind einfach nur meine Wahrnehmung. Ich fand das Event sonst sehr rund. Das Wetter hat mitgespielt, sehr, sehr großes Klassentreffen auf jeden Fall, gute Atmosphäre, gute Stimmung, ja. Und dann können wir ins Sportliche gehen. Dein letzter Satz gerade, den nehme ich noch kurz auf, weil das ein Learning für mich auch ist, weil einige Leute ja immer gefragt haben, ja, ihr könnt doch das HOO ein bisschen größer machen. Und ich habe am Samstagabend habe ich das erste Mal gesehen, dass Adrian auch da ist. Mhm. Und ja. Das war der Moment, wo ich mir dachte, nee, das ist für mich selber zum Organisieren definitiv zu groß. Wenn ich, also Leute, die mir sehr, sehr lieb sind, wenn ich nicht mal weiß, also natürlich hätte ich vorher nachgucken können, aber die ich dann halt erst dann zu Gesicht bekomme, obwohl man den ganzen Tag eigentlich in einem und demselben Ort verbracht hat. Das fand ich ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt. Ja. Das ist dann einfach eine große Skalierungs-Nebeneffekt, ne? Mhm. Genau, so. Aber das dazu, von daher nochmal vielen Dank an die Orga. Ihr habt einen geilen Job auf jeden Fall gemacht. So, und dann haben wir ja aber auch noch 40k gespielt. Da gehen wir relativ fix durch, denn das ist ja, das ist Old Warhammer. Ja, das reife Leviathan nennen wir es. Late-Stage Leviathan Tournament. Ja, genau. Kurz vor Rente. Ja. Und genau, ich bin aufgeschlagen mit Wotan. Klar. 2 eine Champions, 1 Karl, einmal 10 Krieger, 2 Seggis, dann hatte ich 10, 5 und 5 Thermis, 2 Land Fortresses und insgesamt 12 Bikes verteilt auf 2x6. Das war meine Liste. Und ich würde sagen, dann gehe ich erstmal durch meinen Tag 1, wa? Gönn. An Tag 1 bin ich, erstes Spiel bin ich in AdMech gelaufen. Und zwar in den guten Michael, der hat gespielt 3 Datasmiths, 2 Dominos, dann hat der 3x Rangers, 2x Vanguard, 2x Priester, aber vor allen Dingen hatte er einen dicken Blob oder 3 dicke Blobs Kastellan-Roboter mit jeweils 4 Dudes drin. So. Mhm. Und wir haben das Spiel lustig runtergespielt und bei lustig meine ich, so lustig war es halt nicht. Er hat die Datasmiths alle in die Kastellan-Roboter gepackt und hatte leider einen kleinen Mishap, was die Regeln angeht. Denn wenn die zusammengepackt werden, dann geben die Kastellan-Roboter dem Datasmith ein 4er Feel No Pain. Gut. Er hatte das gelesen, dass der Datasmith den Kastellan-Roboter ein 4er Feel No Pain gibt. Das macht einen Unterschied, ja. Das macht einen sehr großen Unterschied, weil die Typen haben ja irgendwie T10 und 7 Leben und 2 Erhose und weiß ja Geier nicht was. Und die dann auch noch mit einem 4er Feel No Pain. Gut, ich dachte mir, der wird schon wissen, was er tut. Und natürlich lernt man im Nachhinein daraus, dass solche Sachen dann vielleicht auch mal in Frage zu stellen. If it sounds too good to be true. Ja. Most likely not true then. Ja, unless it's Warhammer, then it's probably true. Ja, in diesem Fall war es aber nicht so, dass hat aber am Spiel relativ wenig geändert, anstatt dass ich halt seine 12 Kastellan-Roboter über 4 Runden erschossen habe mit 4er Feel No Pain, habe ich quasi umgerechnet irgendwie 26 oder so tot geschossen. Ich habe ihn halt getabled, sehr früh. Mhm. Trotz eben eines 4er Feel No Pains, was dann einfach nur anzeigt, wie beschissen dieser Codex ist. also das muss man sich halt mal wirklich denken, dass eine Armee, die halt nur ein Index hat, eine Codex-Armee mit 10 Modellen, 2er Hose und 4er Feel No Pain trotzdem völlig wegnagelt, selbst wenn die 26 dieser Modelle auf dem Feld haben. Also da GW, Hut ab. So ein Quatsch. Naja. Das war auf jeden Fall kein schönes Spiel für Michael. Wir sind dann hinterher, habe ich dann nochmal einen Judge dazu geholt, als ich gehört habe, dass die Regel halt so nicht geht. Mhm. Haben wir das nochmal eben einmal besprochen. Ist natürlich schade für ihn, aber it is what it is. Schade für jemanden und it is what it is. Da komme ich später nämlich auf meiner Seite nochmal dazu.
Genau, das waren 20-0 für mich. Und dann bin ich direkt gepaart worden in Kevin Thompson, der mit Hypercrypt Legion gespielt hat. Und mein Gott, das war so ein schönes Spiel. Also ich habe wirklich echt tolle Spiele gehabt. Einfach weil die Gegner, es eine Freude war, mit diesen Gegnern umzugehen. Und Kevin war einer davon. Hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Spiel ist ständig irgendwie hin und her gewabert. Und dann sah es so aus, als würde ich das Ding nach Hause fahren. Also er hat halt Hypercrypt gespielt. Mit dem Nightbringer, Hexmark Destroyer, Locust Lord, zwei Technomancern, ein bisschen Swarms, dann natürlich Wraith 2x6, Deathmarks, dann Doomsday Arcs, Flayed Ones, Locust Destroyer, Locust Heavy Destroyer und ein Mono war auch dabei. Und ich habe es irgendwie geschafft, in einer Runde ihm Mono und Katan zu löschen. Und selbst das heißt, bedeutet halt noch überhaupt nicht, dass man das Spiel gegen Necrons gewinnt. Weil die sich ja trotzdem die ganze Zeit hin und her teleporten und immer wieder irgendwelche Löcher finden, wo sie dann ihre Missionen machen kann. Und dann zieht er, glaube ich, in der letzten Runde, zieht er Capture Enemy Outpost und ich glaube, töte irgendetwas auf dem Marker. Also diese klassische geile Kombination, die man mit einer Armee, die einem dann die Möglichkeit gibt, drei Charges auf einen Marker zu machen, weil man ja nur 9 Zoll Abstand halten muss und es halt spät im Spiel ist, die Chance zu eröffnen. Alle seine Charges sind Clutch und er kommt an und ich glaube, er hat den Marker noch nicht mal freigeräumt, aber ich habe halt den Battleshock. Die waren vorher schon gebattleshockt und deswegen hatten die eh kein OC. Also er musste halt nur den Charge schaffen, nimmt mir halt den Marker dann weg und drückt das ganze Spiel auf den 10-10. Das muss eigentlich nicht sein für dich, ne? Nee, aber ich habe während des Spiels auch sehr, sehr deutlich gesagt, er hatte so das Gefühl, das rutscht ihn aus den Fingern. Ich habe gesagt, ja, das sieht gerade so aus. Ich glaube aber, das kannst du halt wieder zurückholen, weil am Ende ist es immer noch Necrons. Und das Damage-Spiel ist für den gar nicht so wichtig, weil er einfach die Mission macht. Und das hat er halt super hingekriegt. Genau. Und damit war das Turnier für mich gelaufen. Nein, Quatsch. Aber da war dann natürlich schon klar, mit der Draw-Range, die es ja gab, wo wir ja immer sagen, Draw-Range ist der letzte Scheiß. Aber in diesem Turnier muss ich natürlich sagen, Draw-Range ist bitter nötig, wenn du so viele Leute hast, aber nur 5 Spiele. Weil nur so kannst du dann ein bisschen aussieben, dass du am Ende auch wirklich 5 Leute oder Leute hast, die 5 Spiele gewonnen haben. Ja. Und dass es dann nicht 12 oder 15 sind, sondern am Ende vielleicht sogar nur 4 oder 5, weil ganz viele Unentschieden dazwischen kommen. Und dann habe ich im letzten Spiel gespielt gegen Sisters, gesteuert von Josie Kuhlmann. Ultra lustig, macht wahnsinnig viel Spaß. Einer von den Jungs von Ground Zero Kiel, einer, der auch schon seit 10.000 Jahren in 40k wohnt, sag ich mal. Der hat Hallowed Martyrs gespielt mit Ephrael Stern, mit Morven Vaal, Palatines, Preacher, also ein ganzer Haufen Charaktere mal wieder, ein paar Battle Sisters, ein paar Immolators, ein paar Arcoflagellants. Alles dabei, was man irgendwie braucht, Penitent Engines und so. Ein bisschen. Ja, tanklastig hätte ich fast gesagt. Auch da war es einfach so, dass ich mich da wirklich gut durcheskaliert habe durch den ganzen Haufen, also viel Damage machen konnte, was dagegen Sisters mit den ganzen T3-Modellen auch am Ende gar nicht mal so schwierig ist. Aber auch die, ne, das war eine Aufmarschaufstellung und dann das Beherrschen des Mittelfelds, wo er halt immer wieder irgendwelche Modelle, die halt einen höheren OC-Wert haben, als ich raufschieben kann, Charaktere hat, die gerne mal wieder zurückkommen und auch sauber austeilen und dann natürlich diese tolle Dice-Mechanik, die Sisters nun mal haben. Das war auch richtig, richtig zäh. Das habe ich am Ende mit einem überragenden 11-9 doch noch nach Hause gekriegt. Gerade so über die Ziellinie. War wirklich, wirklich gerade eben so. Wir haben wahnsinnig viel gelacht. Wir sind auch sehr, sehr in die Uhr am Ende gelaufen, weil wir wirklich auch wirklich viel nebenher noch gequatscht haben und ein blöder Spruch gab dem anderen, das kann man mit Josie unglaublich gut machen, von daher, genauso wie natürlich vorher bei Kevin, nochmal ganz, ganz vielen herzlichen Dank, diese beiden Spiele, also überdurchschnittlich gut einfach, deswegen nochmal das ganz persönliche Dank. Ja, sehr schön. Dann bist du quasi 1-1 zweimal gewonnen, einmal unentschieden. 2-0-1. So, jetzt haben wir die richtige Reihenfolge. Ja.
zwei, ja, ja, so rum. Ja, sehr schön durchgewohnt, Hand. Ich habe hingegen gebracht mit einer wundervoll freundlichen Leihgabe von Herrn Martellus, Frank. Ich habe seine Orks mitgenommen. Ich war mal wieder an so einem Punkt, wo ich sagte, ich habe ja vorher war ich bei Drukhari und da hatte ich keinen Bock mehr, weil irgendwie, das hat zwar Spaß gemacht, wo man viel machen kann, aber am Ende platzte doch wieder überall ab. Und machst du viel und gewinnst du nichts. Ja, machst du so wie irgendwie richtig coole Manöver, um dann zu verlieren. Und weiß nicht, da war der Bock irgendwie raus, die Luft raus. Und dann habe ich gedacht, gut, was machst du? Der Ork-Kodex kam und ich habe irgendwie gegen Frank gespielt, dann noch mit Drukhari gegen seine Orks. Und ich so, boah, was soll ich denn da machen? Richtig schlimm, richtig abgeprallt. Aber so, weißt du was, ich druck mir jetzt Orks. Und dann habe ich das auch tatsächlich gemacht, aber nicht mehr fertig bemalt bekommen. Und dann hat Frank freundlicherweise gesagt, er leiht mir seine. Weil er selbst mit Rittern gefahren ist. Und dann bin ich einfach mal mit, weiß nicht, eine Handvoll Vorbereitungsspielen unterm Gürtel und mit einer Green Tide gefahren. Nicht mit Bunny Boys. Und hatte so ein bisschen Reminiszenzen an so 20er Jeans-Dealer-Units spielen. Aber so von diesem, was man so charge-mäßig machen kann. Und also das Mikro-Game war eigentlich ganz spannend damit teilweise. Und starke Liste auf jeden Fall. Ich habe mich lange nicht mehr so mächtig gefühlt beim 40k-Spielen. Und die Liste war so, ja, 120 Boys, 3 Warbosse, 3 Pain Boys, 1 Weird Boy, einmal ein Megaboss mit Meganobs mit 5. Die hätte ich danach nicht nochmal mitgenommen, aber gut. Gretchen und dreimal Storm Boys und das war's. Also einfach nur Infanterie, kannst du richtig schön Bring It Down blank ziehen. Und bin damit losgelaufen, Spiel 1 gegen Dallas vom US Army Esports Team. Der hat gespielt Black Templar Iron Storm mit all dem guten Zeug. Und war jetzt nicht so mega erfahren und hatte so ein richtig gutes Tool gegen mich, so ein Aggressor Squad mit richtig viel Krach und Bumm und Flamern. Und die waren in einem Land Raider und den Land Raider hat er einfach irgendwie in die Mitte gefahren. Und ja, irgendwie habe ich und die Aggressor ist irgendwie ausgestiegen und dann habe ich halt irgendwie mit dem Meganobs den Land Raider aufgeschlagen und mit dem Boy-Trupp die Aggressors irgendwie, ohne dass die Overwatch konnten, dann war das irgendwie alles, dann war das Game irgendwie auch vorbei. Also dann hatte er nichts mehr, um mich zu shiften und dann muss ich eigentlich nur noch stehen bleiben und nichts mehr machen. Das war auf jeden Fall interessant zu sehen. Ich hatte das halt wie vieles andere mit Green Tide noch nicht vor der Flinte gehabt und das ging ganz gut. Das ist, steht hier nicht, wie das ausgegangen ist. Was soll denn das? Ich glaube 15-5 oder 16-4 oder so habe ich das gewonnen. Dann durfte ich mein erstes Spiel auf unserem Stream machen mit einem Match, das ich so nie wieder spielen möchte und wahrscheinlich auch nicht werde, weil die Listen nicht mehr existieren. Ich durfte gegen den guten Pascal, gegen Panne, spielen in einem Green Titan Mirror. Und das ist ja wohl der größte Abfuck aller Zeiten. Oh mein, das ist was Dummes, ey. Ja, also es waren wirklich auch fast identische Listen. Er hatte ein bisschen mehr Weird Boys dafür, irgendwie Gascool und Gascool dafür, aber weniger Meganobs. Aber im Prinzip war es identisch. Und ja, keine Ahnung. Er fängt an und damit ist das Game eigentlich gelaufen. Ich bin eigentlich jemand, der das nicht so gerne sagt, aber da war es wirklich so, weil er den War kontrolliert. Er kontrolliert, wann was stattfindet, wie viel Druck gemacht wird, und er ist vor allem, und das ist das Wichtigste, er steht zuerst auf den Markern. Das heißt, ich kann ihn darauf nur challengen und ich kriege ihn aber nicht geschiftet. Und ein dummes Spiel. Einfach ein dummes Spiel. Es war witzig, es hat Spaß gemacht. Also, ne, das war ein gutes Game so, aber es war halt relativ früh klar, dass ich da nur noch um die Punkte kämpfe, die ich mitnehme und nicht um den Sieg. So. Das war schade. Aber das war so, ja. Er gewinnt das auch so 16-4 in der Größe. Nee, 14-6, glaube ich. Mm. Dafür war es tatsächlich noch ganz okay.
Ja, ist halt, ne, wie immer, irgendwie schade, dass man dann direkt sieht, oh, das wird nichts, weil, ja, wie du sagst, er kontrolliert halt den War und ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie du den War dann irgendwie noch anbringen kannst, wäre direkt, wenn er loslegt und ich glaube, er müsste zuerst sagen, dass er wart und wenn du dann sagst, okay, erste Runde war ich dann aber und dann muss er halt vorsichtiger auf die Marke, aber dann kann er halt danach einfach in dich reinpreschen. Ja, dann geht er halt einfach nicht drauf, ne? Also, oder tradet er viel besser an. Gehupft wie gesprungen, das ist quasi nicht, war für mich gefühlt nicht zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob ich große Makrofehler gemacht hätte, ob man es irgendwie ganz anders hätte angehen können, aber ich habe es nicht gesehen. Also, ja, Spiel 3 gegen Ivan. Aus der Leipziger Ecke. Der hat gespielt CSM mit Abaddon. Und was hat er da drin gehabt? Ein paar Legionär-Trupps, eine ganze Reihe sogar. Havocs mit Reaper Chain Cannons, die haben mir ein bisschen Sorge gemacht. So 4 Dudes mit je 8 Schuss. Exploding und Lethal und dies, das, was die alle so Schönes haben. Ein Vindicator und ein Destructor, nur Hellbrood, Renos, Nerdlinger, was man so dabei hat. Ich hatte sehr viel Respekt vor dem Output. Und der, auch zu Recht, der hat mich schon ganz schön runtergeschnitzelt. Aber auch nicht ganz schnell genug, muss man dann wiederum sagen. Also der, es war close, es war hart umkämpft, die Uhr lief uns beiden auch irgendwann davon und er hat, glaube ich, einfach ein paar kleine Spielfehler gemacht, nicht jeden Buff immer mitgenommen. Da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr Effizienz drin gewesen, so wenn man das richtig stringent runtergespielt hätte. Und ich hatte irgendwie ja so Lucky Pile-In-Möglichkeiten, auch dass man hier noch auf den Marker kommt, das nochmal klauen und so. Also ich musste mir richtig erspielen und da war ich dann auch ein bisschen froh und stolz, so dass ich das gewonnen habe. Es war auch so die Größenordnung 15-5. War ein sehr cooles Spiel. Am Ende wurden wir beide ein ganz klein bisschen gestresst und salzig, weil die Uhr eng wurde und so, aber wir haben das, glaube ich, ganz, ganz gut gehandelt. Ja, aber war auf jeden Fall nett. Ich würde jederzeit wieder mit Ivan spielen. Ja, dann gehst du aber ja auch mit 2-0-1 raus, also auch positiv. Richtig. Ja, sehr cool. Dann gab es die längere Nachtruhe, sagen wir mal so, und dann ging es in Tag 2. Mhm. Das war für mich der Tag des Geländes. Und zwar bin ich im ersten Spiel dann, war auch auf dem Stream gegen Johannes Domen gelaufen. Auch ein super geiles Spiel. Toller Spieler, hat richtig Spaß gemacht. Der hat auch Necrons mitgebracht, hatte aber Canopter Court mit. Mit Technomancer und Silent King, Doomstalkern, Scarabs, natürlich einen ganzen Haufen Wraiths, Destroyer, also all das gute Zeug. Das war ja eine Aufmarsch-Mission. Und da war eigentlich schon klar, dass das Pendel doch ganz verstärkt in meine Richtung fallen wird, weil in der Mitte ein sehr großer Line-of-Sight-Blocker war, vor dem ich mit den Hackathon stagen konnte. Und das habe ich gemacht. Er schiebt Wraiths rein. Ich sag okay, dann bringe ich die jetzt zum Platzen. Und dann geht das so weiter. Der Silent King hält den Kopf raus. Ich kann mit einer Bewegung alles anlegen, was ich auch nur will, sodass der platzt. Das war einfach von vornherein, war es wirklich alleine vom Gelände her, war es für ihn ein extremes Uphill-Game. Dann fallen die Würfel, wie sie fallen. Und es fliegt halt ganz viel Necron-Zeug durch die Gegend. Ja, also da muss ich wirklich sagen, das war nicht eine Skill-Frage, das war Listen auf dem Gelände gegeneinander gestellt, glaube ich. Das kannst du 100-mal so spielen, das würde fast immer so ausgehen, wie es jetzt ausgegangen ist. Ich habe es mit 19-1 nach Hause gefahren. Es war sehr deutlich und dann kam das Spiel gegen Christoph. Und das Spiel gegen Christoph, wie ich gerade auch gesagt habe, war der Horror. Und das lag nicht an Christoph. Das lag auch an Christoph, aber nicht an seiner Persönlichkeit oder Person, sondern an seiner Liste. Und dass mir ein unfassbarer Fehler passiert ist, der sich durch das ganze Turnier gezogen hat. Und zwar habe ich meine Liste falsch gespielt. Ich spiele immer die Hackathon Land Fortress mit dem Conversion Beamer, mit der Stärke 10-2 Ignore Cover für 4 Schaden. Mhm. Hat noch nie jemand anderes gesehen, dass ich mit irgendeiner Waffe rumfahre. Habe ich aber so nicht in meiner Liste, die ich abgegeben habe, angegeben.
Das heißt, ich habe also erstmal die ersten vier Spiele quasi immer mit dem falschen Listeneintrag gespielt und dann, als ich in Spiel 5 das auch gesagt habe, dann meinte er, nee, das hast du aber anders angegeben, und dann dachte ich, nee, und dann dachte er, doch, guck mal, und dann sag ich, das kann doch wohl nicht sein. Ich habe die aber die ganze Zeit so gespielt, was machen wir jetzt? Und da sind wir halt nicht auf einen Nenner gekommen und das wäre sowieso falsch gewesen, da untereinander auf einen Nenner zu kommen, und dann bin ich halt zu den Judges, so. Ja, auch richtig. Da stand natürlich dann irgendwie alles im Raum von bis die Queue und rote Karte, und das hätte ich dann alles annehmen müssen. Natürlich bin ich dann auch einer, der sagt, ja, also ich verstehe das. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Punktabzug kriegen würde für Liste falsch abgegeben oder sowas, kompletten DQ, ich hätte das alles angenommen, was die Judges sagen, die machen die Regeln. Und dann lebe ich damit. Wäre natürlich trotzdem extrem schade gewesen, wenn ich dann das hätte hinschmeißen müssen, das komplette Turnier. Ja. Wurde sich darauf geeinigt, dass ich mit der Waffe spielen durfte. Und dann habe ich Punktabzug bekommen. Mhm. Und das ist dahingehend völlig fair gewesen. Für dieses Spiel war die Waffe allerdings völlig irrelevant, denn auch da habe ich ja gesagt, Spiel des Geländes, das war Viertelaufstellung, in der Mitte waren nur Container, also kein Lost Block. Und er hatte einen, wie heißt denn, Night Tyrant dabei. Und da wusste ich, ich werde hier in diesem Spiel sterben. Ja. Richtig, halt alles, richtig, ne? Sterben. Der tötet alles, der sieht alles, weil er halt über die komplette Mitte gucken kann. Meine Waffen haben nicht unbedingt die Range, das Ding ist zäh wie die Sau. Und während ich mich um den Fetten kümmere, laufen ja auch noch irgendwie, keine Ahnung, 10 oder 8 oder 6 oder 8 oder wie viel auch immer, kleinere irgendwie vorweg. Plus, er hatte auch noch haufenweise Nörglings dabei, die mich von vornherein in meine Aufstellungszone eingeschlossen haben. Mhm. Und da stand ich dann, wie auf dem Präsentierteller, und er hat mich eigentlich nur weggefarmt. Nichts anderes. Bitte. Das war völlige Zersägung, und das war dann... zwischendurch war es dann einfach wirklich völlig lächerlich. Also der Tyrant nimmt halt in einer Beschussphase, nimmt den kompletten Satz mit einer Waffe irgendwie alle Bikes raus und dann hier nochmal eine Fortress und da. Und also der hat halt alles zerstückelt, die anderen brauchten gar nicht, die haben auch. Also jeder hat bei ihm halt extra überperformt, offensiv wie defensiv. Aber selbst wenn es nur im Durchschnitt gewesen wäre, hat der ganze Spaß eine Runde länger gedauert. Das Outcome wäre das gleiche gewesen. Ja. Da habe ich einfach mal 0-20 verloren, völlig zu Recht. Aber wie gesagt, das schiebe ich auch einen großen Teil wirklich auf die Map. Und ja, das bringt dann mich am Ende auf Platz 84. Und genau, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall auch an Christoph, der super performt hat. Und richtig geil angemalt, auch sein ganzer Kram. Echt stark. Genau, dann auf jeden Fall danke an alle, die gegen mich und mit mir gespielt haben. Und das ist dann mein Ergebnis gewesen. Nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, aber wahrscheinlich das, was ich verdient habe. Sehr mittelfältig. Für den Fehler. Ja, bei über 400 Spieler ist das ja sogar noch in den Top 25%. Mhm. Top 20% sogar, glaube ich. Ja, siehst du. Ja. Mein Sonntag ging los gegen Erik. Der hat gespielt Necrons, und zwar Canoptic Court. Also dreimal Doomstalker, dreimal Wraith, was man da, und drei Units mit Scorpic Destroyern. Und ein bisschen Tombblades für Action, Gedöns. Das war eigentlich ein bisschen ähnlich wie das Mirror-Match gegen die Green Tide. Also wir schieben alles in die Mitte und gucken, wer die Marke halten kann. Wer da wen weggrinden kann. Und beide können irgendwie reviven und wieder Marker holen, in der Command-Phase-Tricks machen und so. Sehr, sehr ja statisches Spiel irgendwie. Und sehr würfellastig auf jeden Fall. Und ja, irgendwie long story short, wir treffen uns halt auf den, das war ja Hammerschlag, ich habe Aufmarsch auf den drei Markern in der Mitte und grinden uns da gegenseitig weg, und ich stehe öfter noch auf den Markern als er und macht damit, also der kommt halt einfach nicht durch die Masse durch. So, ja doch, er tötet was, aber er tötet nicht schnell genug. Und ich habe keine Ahnung, vielleicht zwei Drittel der Wraith oder vielleicht auch nur die Hälfte der Wraith getötet und die Score Packs so. Und damit irgendwie, ja, habe ich, glaube ich, Primary leicht die Nase vorn gehabt, und dann gab es irgendwie noch in der vorletzten Runde noch so ein
ein Geistesblitz. Wir haben, glaube ich, Scorched Earth gespielt und ich habe tatsächlich dann mit einer Unit, die den Marker noch nicht hält, aber mit einem Fuß drauf stand auf seinem Home-Marker, die waren im Nahkampf mit einem Doomstalker, der da in der Nähe stand, irgendwie die Action begonnen und in meiner Runde dann in Runde 5 dann quasi revived, dass ich den Marker halte, habe noch Capture Enemy Outpost gezogen und den Marker verbrannt für irgendwie richtig Sattpunkte und damit halt irgendwie dann doch noch einen höheren Sieg rausgespielt. Ansonsten wäre das eine ziemlich enge Kiste gewesen. Ja. Das war cool. Und das letzte Spiel war gegen Christoph, wieder in Necrons, aber diesmal wir hüpfen durch die Gegend, Leute. Wie heißen die? Hypercrypt. Und zwar mit einem Monolithen, mit zwei, also mit einem Nightbringer und einem Void Dragon, mit einem 20er Blobkrieger und noch ein bisschen Zeug. Und Junge, der hat das gut gespielt. Der hat halt irgendwie das Game vorher gegen Green Tide verloren und wusste jetzt genau, was er tun muss. Er hat gelernt. Ja, Arsch. Und ich hatte so gegen das noch nicht so richtig gespielt und wusste nicht so genau, was ich tun muss. Und der hat es super gut gemacht. Er hat den Kriegerblob halt irgendwie dazu genutzt, mir Squads zu löschen. Und ich habe den erst sehr spät zu fassen bekommen. Er hat den Mono voll gut auf einem Marker geparkt. Er hatte eigentlich die Primary, also er hat mehr Primary gepunktet, als er eigentlich selber gedacht hätte, weil er einfach den Mono so gut hinter einer Ruine auf den Marker parken konnte, dass ich dann nicht mehr raufkam. Und dadurch halt immer zwei Marker gehalten, was sehr gut für ihn war in der Mission. Was fühlt sich immer falsch an, wenn man so ein riesiges Modell hat? Ja, ich rangekommen wäre, aber es hätte überhaupt nichts gebracht. Und es war aber, also es war super eng. Ich weiß nicht, wie hoch er ist geworden. Ich glaube, es war unentschieden, genau. Es war ein Unentschieden am Ende. Weil ich anscheinend mich doch nicht ganz dumm angestellt habe und mich irgendwann auf die Mission fokussiert habe und irgendwie scheiß drauf, was da alles stirbt. Hauptsache, ich mache meine Punkte. Das war sehr cool, aber was ich eigentlich hervorheben möchte an dem Spiel war, wie krass gut wir zusammen gespielt haben. Der hat einfach extra Meter gemacht bei mich erinnern an, hier guck mal, ich weiß nochmal, ich komme in drei hier, ne? Ich könnte das machen. Einfach so friendly reminders, die deutlich mehr als nötig, aber auf so eine ganz, also einfach so eine nette Art, das Spiel miteinander zu spielen. So ganz, ganz cool. Also ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Und so beim Würfeln helfen, und das irgendwie Misses mit raussortieren. Ich halte nur noch die Hände auf und wirf mir die Würfel da rein, ne? die Hits und damit ich rerollen kann. Und so. Also das war einfach ein sehr kooperatives gemeinsames Spiel. So, ich habe ihm halt auch im Wir hier, ne? Ich kann reviven und so. Dass man, wenn man das so bekommt, dann gibt man es ja auch zurück. Und dadurch war das einfach ein super cooles Spiel. Das Unentschieden halt dann auch völlig verdient. Natürlich hätte ich gerne gewonnen und wäre da irgendwie 4-1 rausgegangen, aber eigentlich war es mir fast lieber so und habe das echt hart gefeiert, das Game. Und er hat sich da zu Recht irgendwie ein Unentschieden quasi erkämpft, weil er am Ende doch der bessere Spieler mit der schwächeren Liste war. Ja. Ja. Und das war Super Major. Es war schön. Also gute Spiele gehabt. Ich war danach wirklich, wirklich gar. Einfach auf der Lautstärke, aber es war echt cool. Also war auf jeden Fall eine schöne Zeit da, würde definitiv wiederkommen, dann aber nur als. Jo, das war unser letztes Leviathan-Abenteuer. Kommen wir zu neuen Abenteuern, würde ich sagen. Ich hatte hier gerade, falls du noch schaust, in unseren Tagesplan noch ein anderes Thema reingesetzt. Du darfst jetzt entscheiden, ob wir das erst nehmen oder das fünfte. Oh nee, das macht schon Sinn. Gut. Ja. Dann genau, was läuft gerade? Es läuft die TNT-Saison. Ja, wir sind mitten in Spieltag 3 Zeitraum, glaube ich. Ja, genau. Es lief schon eine Menge. Die meisten haben zwei Spiele absolviert, außer in der Division Südwest, wo die irgendwie in einem anderen
anderen Urfolgen. Division Südwest wird einen größeren Spieltag quasi machen, um da alles miteinander anzugreifen. Und ja, es wird auf die TNT-Schau wird es geben, dann, wenn wir endlich unsere Zeitpläne soweit vernünftig haben. Aber es ist alles vorbereitet und da könnt ihr euch auf jeden Fall was drauf freuen. Aber wir wollen euch zumindest die Ergebnisse nennen, wie sie derzeit dastehen und wie die Konstellationen in den jeweiligen Divisionen sind. Ich glaube, das haben ja wohl alle mal verdient, würde ich sagen, ne? Da kann man nämlich einmal kurz den ersten und den zweiten Spieltag zusammenfassen. Da haben wir bisher die Matchups gehabt. Nee, die ersten Matchups hatten wir schon. Wir können eigentlich quasi in den zweiten Spieltag gehen, so nämlich. Ja. In der Division Nord hatten wir Adeptus Hanseaticus gegen Ground Zero Kiel. Da haben sich die Kieler mit 59-41 durchgesetzt. Und Solduri und die Weekend Warriors haben sich 36-64 getrennt. Damit haben wir einen Erstplatzierten mit 4 Punkten, Ground Zero Kiel, zweimal gewonnen. Dahinter das Adepticus Hanseaticus und die Weekend Warriors mit je einem Win und einem Loss. Und Solduri auf Rang 4 mit 2 Niederlagen, 56-144 Punkten. Ja. Dann die für uns natürlich ganz besonders spannende Division Nordwest. Da haben die Jungs aus Hildesheim vom Team Higwasa gegen die Niedersachsen-Auswahl 3B gespielt und mit 15-85 relativ deutlich auf der Nase bekommen. Kann man aber sehr gut nachvollziehen, wohl wissend, wer da im Pool ist bei den Niedersachsen. Und der BTV gewinnt gegen die 40 Kings 59-41, das ist natürlich ein herber Rückschlag für uns als 40 Kings. Und da frage ich dich als jemand, der da war, was war da los? Frank hat seinen Gegner geroffelstompt, das war gut mit den Knights. Alex hat seine Punkte gemacht mit Astra. Gracian musste gegen Matthias Bellmann, der eingesprungen ist für einen Krankheitsfall. Und das ging natürlich 0-20 nach hinten los für uns. Dann haben wir hat Philipp am Tisch mit den Elder irgendwie hart gestruggelt. Und dann lag es ein bisschen, ich erzähle das mal so, als wäre das so, ein bisschen an mir. Ich habe das Death Guard Match bekommen mit der Green Tide. Das wollte ich gar nicht unbedingt, aber ich habe es halt auch so eingeschätzt, wie ja gut, so unentschieden wirst du da irgendwie rauskämpfen. So. Würde ich immer noch unterschreiben, dass das eigentlich geht, aber es lief halt überhaupt nicht. Also nix. Vorne und hinten nicht, Saves nicht, Offensive nicht, Missionen, Secondary-Karten ziehen nicht. Es lief einfach gar nicht. Und dann habe ich das 18-2 verloren. Und das war definitiv nicht im Plan. Das war definitiv so die Spanne an Punkten, die uns gefehlt hat. Und das ist sehr bitter. Also Glückwunsch an Sönke, der das natürlich super gespielt hat gegen mich, aber meine Luzi, da war ich nicht drauf vorbereitet. Ja, wenn's im Draw-Bereich gewesen wäre, dann wären wir am Ende auch mit einem Draw rausgegangen. Ja, zumindest im Draw. Ja. Genau, aber so ist es halt, wie es ist. Also am Ende liegt es eigentlich nicht nur an einem Ergebnis, da kommen dann viele Sachen zusammen. Und dahingehend auf jeden Fall ein Glückwunsch an den BTV. Das müssen wir dann jetzt in Zukunft natürlich besser machen, aber man kann auch sagen, auch gegen die, also wie in jedem anderen Match in den Divisionen, da kann man halt mal verlieren. Das sind alles keine Selbstläufer. Nope. Und das ist sicherlich dann auch ein Learning, was man daraus zieht. Nun denn, erster ist auf jeden Fall die Niedersachsen-Auswahl, zweiter sind wir noch vor dem BTV, weil wir mehr eigens erspielte Spielpunkte haben mit 105 und dem BTV 94 und auf Rang 4 ist Higwasa mit 2 Niederlagen bislang. Alrighty. Dann kommen wir in die Knochenbrecher-Division, nenne ich sie jetzt mal einfach, weil entweder regierst du da oder du wirst völlig durch die Knochenmühle gedreht, so habe ich das Gefühl. Die Division Ost, da hat HD Plus 63-37 gegen die GIMPs gewonnen und die Liga der außergewöhnlichen Freischärler ist es, glaube ich. Mhm. Gegen die Berliner Wargaming-Betriebe 87-13 und damit haben wir auf Rang 1 eben die Liga mit 2 Siegen und dahinter HD Plus mit 2 Siegen, dann GIMPS und die BWG mit jeweils 2 Niederlagen. Die Liga der außergewöhnlichen Freischäler derzeit mit 163 erzielten Spielpunkten, auch nationenweit das stärkste Ergebnis bislang. Divisionweit, aber ja. Ja,
Alle Divisionen zusammengenommen ist ja eine Nation. Ach so, ja, verstehe. Dann haben wir die Division Rhein. Da haben wir am zweiten Spieltag den Sieger aus HQ Düsseldorf gegen Spicer Dicer mit 63-37. Die Dice-Diele verliert 22-78 gegen die Rogue Traders. Und das genau gleiche Ergebnisse haben wir quasi schon dafür den dritten Spieltag eingeloggt, denn die Rogue Traders gewinnen 78-22 gegen die Spicer Dicer. Erster ist dennoch das HQ Düsseldorf aufgrund der auch zwei gewonnener Spiele, aber ein paar Spielpunkte mehr als die Rogue Traders. Spicer Dicer auf Platz 3 und die Dice Diele auf Platz 4. Genau, ich glaube, da habe ich irgendwas durcheinander gebracht. Eigentlich müsste Rogue Traders, glaube ich, erster sein. Okay. Ich Punkte nicht eingefasst. Ja, weil die haben ein Spiel mehr und ich habe die Punkte aber noch nicht aufaddiert. Mhm, verstehe. Genau. Ja, das also Ganze kommt. Machen wir erstmal das fertig. Genau. Wir haben nur noch zwei Stück. Genau. Dann Ruhr. Splitfire gegen die Pathfinders. 48-52. Ein klassisches Unentschieden. Und Potthammer gewinnt gegen die Würfelgötter. 89-11. Mhm. Was auch immer da passiert ist, das ist heftig, ja. Da haben die Würfelgötter mal richtig irgendwie sich einen Platten gefahren. Erster Platz ist auf jeden Fall Potthammer mit 2 Siegen, dahinter dann die Würfelgötter mit 1 Sieg, 1 Niederlage und darauf folgen Pathfinders und Splitfire und Pathfinders mit keinem Sieg, einem Draw und einem Loss. Und im Südwesten, da ist momentan noch nichts los. Da gab es bislang ein Spiel, das waren die Spitzklicker gegen die Ritter der Würfelrunde, 74-26, damit Spitzklicker noch erster vor den Ritter der Würfelrunde, vor den 40k Trolls und Excubito. Aber das geht alsbald, treffen die sich und haben quasi einen Doppelspieltag zusammen. Das wird dann interessant. Im Übrigen, wer sich die Frage stellt, warum selbst erspielte Spielpunkte wichtiger sind als die Differenz von Siege, von Pluspunkten und Minuspunkten, sieht das hier am allerbesten. Denn die Ritter der Würfelrunde haben ein Spiel gespielt, haben das 26-74 verloren. Und im Normalfall spielst du mit Differenz, hätten die jetzt, keine Ahnung, minus 48 oder weiß der Geier nicht was und wären damit letzter und hinter zwei Mannschaften, die jeweils noch gar nicht gespielt haben, weil die eine Differenz von 0 haben. Das ist natürlich Quatsch. Und deswegen wird das so gemacht. Verstehe. Ja, das Ganze kommt zum Nachlesen jetzt auch die Tage nach und nach auf den Herald, Tabletop Herald. Da haben die Jungs freundlicherweise für uns einen Liga- und Teamliga-Modus jetzt reingebastelt. Das heißt, dass wir zukünftige Spieltage dann auch ganz gut darüber abwickeln werden können, also mit Listenaustausch und sowas. Das war jetzt am Anfang noch mehr so Workaround-mäßig, aber jetzt ist dieser Modus quasi implementiert und da wird man dann auch die Ergebnisse sehen können und die einzelnen Spiele und so weiter. Das wird, glaube ich, nochmal ein richtiger Boost, so was das die Kommunikationsmöglichkeiten dazu angeht. Da freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank an die Jungs. Das geht Richtung BWG. Ja. Danke an die Tischoberflächen, Herolde. Ja. Jo, das zum Thema TNT soweit. Alles, was es sonst zu TNT gibt, inklusive Bilder von den Spieltagen und so weiter, findet ihr auf Instagram-Kanal. Die Spieltags 2, die werde ich alsbald einfügen, denn vielen Dank auch hier an Tani. Die Grafiken sind soweit fertig, denn das muss ja alles gemacht werden. Das ist ja jetzt nicht nur so, als schüttelt man das eben aus den Händen. Das ist ja auch dann immer ein bisschen Arbeit und das soll auch schön aufbereitet sein, damit sich die Leute dann an allem erfreuen können. So. Apropos erfreuen, TNT, letzter Spieltag war noch Leviathan. Und jetzt ist es Zeit für Pariah. Pariah. Würde ich sagen. Klingt auf jeden Fall schon mal extrem geil. Ja, wir haben ein neues Spiel geschenkt bekommen. Leider gar keine neue Startbox. Das wäre doch nochmal auch sinnvoll gewesen, dann hier direkt nochmal bei einen rauszuhauen, oder? Ja, eigentlich schon. Aber okay, als Wotan-Spieler kann ich natürlich sagen, ey, ich habe ja hier meine neuen. Ja, die sind natürlich cool. Du hast Infiltrator bekommen. Aegirs. Aegirs, genau. Ich würde fast sagen, kriminell underkostet, aber streich das fast. Also ich hatte die vorher einmal getestet mit 120 Punkten und da waren die auch schon enorm stark. Jetzt kosten sie halt 80. Gut, nehme ich mit, sag ich. Nimmst du mit, ja. Endlich mal eine günstige Einheit.
Ja, und ein wichtiges Tool für Wotan auf jeden Fall, ne? Dass das gegnerische Infiltratoren blocken zu können und irgendwie früh auf einem Marker stehen und so. Ich sag mal, wer mein Spiel auf dem Stream gegen die Chaos Knights gesehen hat, wie die Nörglinge mich quasi hinten eingebaut haben und ich nichts zum Spiel beitragen konnte, der weiß, wieso das so wichtig ist. Wotan hat halt relativ wenige Auswahlen und man ist dann halt auf gewisse Sachen einfach, man ist dann wirklich abhängig von gewissen Dingen und wenn der Gegner die unterbinden kann, dann wird das ganz schnell ganz, ganz dunkel. Ja. Okay. Genau, was haben wir bekommen? Wir haben einen Haufen Dokumente bekommen, die alle irgendwie für sich wichtig sind. Wir haben Core Rules Updates und Commentary Update bekommen. Wir haben das Balanced Data Slate, das eigentliche, bekommen mit einzelnen Fraktionsupdates. Wir haben das Pariah Nexus Tournament Companion bekommen, wo Visionspools, Layouts und so weiter drin sind. Das sind eigentlich die Dokumente und ich würde mal sagen, wir gehen das einfach nur so unsere Einschätzung der Reihe nach durch. Beginnend mit den Core Rules. Was sind da die Game Changer? Du hast hier so ein bisschen was aufgeschrieben, freundlicherweise. Bewegung von Fahrzeugen ohne Base ist auf jeden Fall Halleluja. Also es gibt eine neue Pivot-Regel. Von den Implikationen, die das dann wieder an Abuse-Möglichkeiten es gibt, vereinfacht das Spiel einfach so ungemein. Also jetzt ein Fahrzeug bewegen und während der Bewegung drehen, zieht einfach 2 Zoll von der Bewegung ab, egal wie viel Pirouetten du danach drehst. Das mag nicht immer logisch erscheinen, aber es ist einfach ein angenehmes Streamlining. Ich feiere das hart. Ich finde das völlig gut. Das macht es einfach viel, viel einfacher. Gibt ja, es für Fahrzeuge ohne Base oder für alles, was keine runde Base hat? Ich meine, dass es für Fahrzeuge ohne Base ist. Also die kriegen quasi diesen Pivot-Value, ne? Pivot Value. Models have a pivot value of 0 unless otherwise state. Monsters and Vehicles, Models excluding Models on round basis. Da hast du natürlich recht. Es geht nur um Modelle, die ohne Base oder auf Oval Base stehen. Genau. Die haben ein Pivot Value von 2. Und das bedeutet, dass du in der Bewegungsphase quasi dich einmal pivoten kannst. Das heißt also drehen kannst. Dann hast du automatisch 2 Zoll runter von deiner Bewegungsreichweite und kannst dann halt während der restlichen Bewegung dich wie im Brummkreisel drehen, wenn du da Bock drauf hast. Ja, das ist, also ich meine, was das an Rotationsmöglichkeiten und Abuses, wie gesagt, da wird es bestimmt Dinge geben, aber ich finde, das Spiel für einen selbst und für den Gegner wird halt deutlich überschaubarer, übersichtlicher. Nicht mehr so ein Gefummel, mit einem Auto hinter einer Ruine rauszufahren. Und dann drehe ich mich da, es sind ungefähr 3. Nee, Mann, das sind mindestens 8. Das wird einfach deutlich, deutlich einfacher zu handeln dadurch. Das ist eine schöne Abkürzung, eine schöne Vereinfachung, eine schöne Abstraktion einfach, finde ich. Auf jeden Fall. Bin ich auch, stehe ich voll hinter. Und das, ja, also wie immer, bin ich so ein bisschen Sandwich-taktisch, hätte ich jetzt was gesagt, unterwegs und sage, das hat GW richtig smart gemacht. Das zeigt, dass GW immer mal wieder gute Ideen hat. Gut, die reißen sich auch gerne einfach mit dem Arsch auch mal wieder das Haus ein, aber das ist wirklich, wirklich smart. Finde ich super. Mhm. Ja. Dann als nächstes, was haben wir hier noch? Redeploys werden vor dem Roll aufgemacht. Ja, das war bei einigen Wordings von Redeploy-Regeln eh schon der Fall, bei einigen nicht. Jetzt ist es gestreamlined. Auch gute Entscheidung, dass das Streamline, dass es vor dem Roll-Off passiert, macht den Redeploy halt einfach ein bisschen weniger relevant. Also da wird man, glaube ich, nicht unbedingt extra Enhancement-Punkte für investieren oder so. Ja. Das ist also immer noch nicht schlecht, ne? Also zu sehen, okay, so lange warten zu können, bis der Gegner irgendwie seine Heavy-Hitter deployt und dann selber nochmal zu shiften, eine Seite zu überladen und so. Alles nice to have. Aber richtig mächtig ist der Redeploy nach dem Roll-Off und den gibt's jetzt nicht mehr. Das ist halt so eine Sache, weißt du, dass man dazu extra nochmal eine Regel schreiben muss, also dass das jetzt irgendwie vor dem Roll-Off stattfindet und du hattest ja schon gesagt, ja, die meisten hatten das sowieso schon. Auch das sagt wieder, warum gibt es nicht, und die haben es ja wieder eingeführt mit Feel No Pain und so, also Universal Rules. Ja. Warum muss denn jede komische Regel irgendeinen fluffigen Namen haben? Ich verstehe das. Aber dann darauf folgt ja dann immer irgendein Regeltext, der sich nuanciell von einer anderen Regel unterscheidet, die eigentlich genau das Gleiche aussagt. Und dann musst du halt irgendwann darüber gehen und das Ganze streamline, obwohl du das hättest schon lange vorher machen können. Ja.
Und man hatte das alles schon. Also in der 7. Edition gab es ein Regelbuch, da standen halt alle Keywords drin in dem Sinne, ja, oder eine Universal Rules. So, naja. Gut, auf jeden Fall schön, dass das so ist. Das nächste ist gar nicht so schön, denn da hat sich deine neue Armee ja direkt in Luft aufgelöst. Ja. Was ist das nächste hier? Nee. Respawn Strats nur einmal pro Spiel. Ach so, nö. Das war für Green Tide ja nie ein Thema. Das ist ja alles nur anbauen. Da geht es ja nicht um kompletten Respawn. Das war für Astra Militarum viel schlimmer und für Unending Swarm, für Tiras und so. Aber finde ich, ja, es ist eine krasse Begrenzung, einfach um das weniger abusefähig zu machen. Geht klar. Finde ich auch. Also, dass das klar geht, auf jeden Fall. Dann Lone Op Strats, nur noch 18 statt 12 Zoll. Ja. Finde ich, also ja, keine Ahnung. Da bin ich irgendwie unentschlossen, was das angeht. Das sind halt echt immer so Gotcha-Strategien, ne? Ja. Und 18 ist aber dann fast irrelevant. Also nein, das stimmt nicht ganz. Gegen Long-Range-Shooting und so ist das immer noch okay, aber viel leichter zum dumm rumspielen. Und jetzt kommen wir an den Punkt, und das wird mir mit diesen Dokumenten so gehen, da bin ich mir schon sicher. Wo finde ich das nochmal? War das jetzt Lone? Ich habe hier einen Lone-Op-Strap. War das meins sagt in 12? Doch, stand irgendeinem FAQ, in irgendeinem Dokument, in irgendeinem Commentary von irgendeinem Absatz, war doch das jetzt immer alles in 18. Das finde ich jetzt auch nicht. Ja, weißt du so. Ja. Wir haben jetzt schon wieder eine Unübersichtlichkeit auch erreicht, weil jetzt hier so generelle Overrules irgendwie stattfinden. Und die muss man dann quasi immer alle mit auf dem Schirm haben oder auf seine Kärtchen schreiben oder hast du nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es in den Apps geändert, die Strategien werden, glaube ich, nicht in den Apps geändert. So, ich habe das mal geguckt und da war das immer noch auf 12 und ja. We'll see. Ansonsten du hast natürlich die Änderung, da sie für alle gleichermaßen gilt, ja, ist halt ein bisschen weniger Gotcha im Game. Genau, finde ich an und für sich auch ganz gut. Dadurch macht das Ding halt das, was es soll in dem Sinne. So, du schützt vor wirklich Long-Range-Beschuss, aber du bist jetzt nicht vor jeglichem Beschuss geschützt. Ja. Dann Deathwounds sind wieder Movos. Ja. Gut. Springen aber nicht mehr über. Also das ist jetzt einfach nur den vielleicht den haben sie ja jetzt dagegen, wenn du vielleicht haben sie ja jetzt irgendwie mal die Regel gefunden, wie sie haben wollen. Ich weiß immer noch nicht, warum man da irgendwie unterscheiden muss. Also überhaupt verbal unterscheiden muss, aber das Rätsel werde ich, glaube ich, auch nie gelöst bekommen. Mhm. Rerolls und Fast Rolling, das finde ich ziemlich gut. Auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass ja, toll, jetzt hast du halt einen Wissensvorteil, jetzt kannst du dir das raussuchen. Ja, das ist so. Auf der anderen Seite, es macht einfach so viel mehr Geschwindigkeit dann ins Spiel, dass du dir halt irgendwie 20 Würfel werfen kannst und wenn so, oh, die würden aber überleben, wenn ich jetzt den einen hier rerolle und schaffe. Ja, cool, okay, perfekt. Ist völlig in Ordnung. Verschnellert das Spiel, finde ich gut. Ja, definitiv. Dann haben wir nur noch maximal 3 CP-Gain pro Runde. Das heißt, einen für dich in der Runde, einen für mich in der Runde und einen durch irgendetwas anderes, also durch irgendeine Art der Generierung. Mhm. Ausnahmen gibt es natürlich auch, zum Beispiel die Leaks of Wotan. Natürlich gibt es Ausnahmen dafür. Ja, wohl auch völlig richtig. Dann haben wir Änderungen am Granatenstrat. Nicht mehr nach Fallback und Advance, meine ich. Auch sehr gut. Auf jeden Fall bin ich nicht mehr nach Fallback. Fand ich auch immer blöd. Das geht. Ja, indirekt immer auf die 4 Plus finde ich auch sehr gut gelöst. Ja. Weil da dann einfach diese Buff-Kaskaden einfach nicht mehr greifen, um das auszuhebeln, wie es intendiert war. Ja, nämlich, dass man schlechter trifft, wenn man indirekt schießt. Ja, ich bleib stehen und schieße indirekt, deswegen schieße ich jetzt besser. Okay. Ja, genau. Ja, von mir aus? Nee, eigentlich nicht. So, also das war wirklich doof, deswegen indirekt immer auf die 4 Plus, da einen festen Wert machen, finde ich sehr gut. Dann Tank-Shock-Änderung, jetzt auf Widerstand statt auf Stärke, macht einige Modelle ganzen Tacken schlechter und andere einen ganzen Tacken besser. Ja. Na, also, keine Ahnung, wirklich irgendwie, also gerade bei Leaks of Wotan natürlich mit den sehr widerstandsfähigen Transportern, die eine erbärmliche Stärke haben und gleichzeitig aber ist das gut, gleichzeitig bei sehr, sehr heftig agierenden Knights, die gerne mal mit Stärke 22 oder so ankommen, ist das natürlich
nicht ganz so geil. Mhm. Und dann haben wir die Heroic Intervention für 1 CP. Ja. Auch super. Friendly. Ja, das tatsächlich, finde ich, macht es direkt viable irgendwie, ne? Ja, genau. Das finde ich auch gut. Und dann gab es noch Beschränkungen. Den nämlich immer. Ja, den solltest du eigentlich immer haben, genau. Dann gibt es noch ein bisschen Änderungen an wiederholbaren Strats und den Strat-Kosten. Ja, auch nicht zu knapp. Also das regeln die halt, die Kosten von Strategien reduziert haben. Die waren jetzt bis dato dann begrenzt auf Battle-Tactic und dann for free. Stattdessen darf man das halt jetzt nicht zweimal das gleiche, aber dafür jedes wieder ein billiger. Und das finde ich auch einfacher zu spielen. Übersichtlicher und auch flexibler irgendwie, ne? Das finde ich gut. Und das andere ist, dass Auren oder Regeln, die Strategien teurer machen, also Vektfähigkeiten, jetzt quasi eine, weiß nicht, kann sein, dass ich das falsch kriege, aber wie eine 12 Zoll Euro sind, die einfach alles einen teurer machen. Ja. Was viel geiler ist, weil du dann halt deinen Typen irgendwie voll in the fray bringen musst, so irgendwie, oder mit Range, damit das einen Effekt hat, aber dann richtig. Mhm. Meine Güte, aber so richtig. Das tut ja richtig weh. Das ist schon wirklich gut. Und das fand ich schön. Gefällt mir. Genau, das sind so die erstmal so die breiten Änderungen und dann gibt es natürlich noch fraktionsspezifisch. Da wurden die Custodes ein bisschen angefasst, aber ganz besonders wurde AdMech angefasst. Sehr, sehr viele Änderungen bei AdMech, was die Doktrinen angeht, was die Datasheets an und für sich angeht. Ich hatte vorhin schon darüber gesprochen, dass diese, und ich wurde ja auch nicht müde zu sagen, dass dieser Kodex vollkommen erbärmlich geworden ist, ungefähr auf dem Level, wo der GSC-Kodex gerade gelandet ist. Da müssen sich die Fachmänner noch streiten, welcher der wirklich schlechtere war in diesem Falle. Denn, das können wir ja mal ausspielen. Ja, danke. Nee, ich glaube, die paar Stunden, die kann sich jeder sparen, das muss man gar nicht wissen. Nee, AdMech, wirklich paar schöne Buffs, vor allen Dingen auf Waffen, also was die Attackenanzahlen angeht, was die Stärke angeht, dann was die Armee-Rule ein bisschen angeht. Da haben sie schon was gemacht. Natürlich glaube ich, am Ende wird es die Armee definitiv weiter nach oben treiben. Ob es zu einer Turniersieger-Armee werden wird, das muss man Domme fragen, der gefühlt einzige deutsche Spieler, der sich Tag ein, Tag aus mit AdMech beschäftigt. Und ich war kurz davor zu sagen, ich teste jetzt einfach nochmal AdMech, aber es kommen jetzt zu viele Turniere aufeinander mit Kiel und mit dem Warmaster. Da kann ich mich nicht mehr beschäftigen. Ja. Und das, ja, muss ich leider so hinnehmen. Dann gibt es vor allen Dingen natürlich, wenn man jetzt irgendwie auf dich guckt und auf die bis Ende Leviathan stärkste Armee, die Orks, da gab es auch radikale Änderungen. Ja, die wurden einfach abgesägt. Also die Bully Boys über den Vierer wird zu Fünfer Final Pain bei Meganobs und die Green Tide wurde halt komplett kastriert, möchte ich sagen. Und das ist okay, ne? Das war wahrscheinlich auch einfach zu doll. Also die haben jetzt keinen 1er Reroll mehr auf dem Save und einen 5er nur, wenn sie mehr als 10 sind und sonst ein 6er. Das ist quasi fast egal. Und die Stratagems wurden obendrein auch noch genervt. Ja, also von beiden hätte wahrscheinlich gereicht, um die irgendwie auf den Boden zu holen. Jetzt sind sie halt einfach weg. Aber ist ja der klassische Doppelnerf, den GW ja immer wieder gerne ansetzt. Genau. Auch auf die Nase bekommen haben die T-Suns. Da darf sich Magnus jetzt dann doch leider nicht mehr dreimal die Runde bewegen. Ja, und das, ich glaube, ja, niemand darf sich dreimal die Runde bewegen. Genau, aber das inkludiert vor allen Dingen Magnus, der wild durch die Gegend gesprungen ist. Auftrieb bekommen haben auf jeden Fall die Dark Angels durch verbessertes Profil bei den Deathwing Knights. Das haben die vernünftig gemacht, muss man sagen. Also dieser Nerf auf die Waffe mit dem Kodex, das war lächerlich und vor allen Dingen völlig unnötig. Diesen Back in the Game, würde ich sagen. Und Nitz haben auch noch ein paar Sachen bekommen, ne? Ja, plus also zusätzliche Stärke auf Nahkampfwaffen in Synapsen-Range. Das
klingt wenig, ist aber ganz schön krass, weil das oft die Monster über den Tipping Point bringt, ob du jetzt ein Fahrzeug auf die 5 oder auf die 4, beziehungsweise auf die 4 oder auf die 3 verwundest, weil die halt irgendwie häufig so Stärke 9 oder 10 haben und das macht dann doch einen Unterschied. Oder jo, Stärke macht 5 es. Oder von 5 auf 6 macht auch einen Riesenunterschied. Ja, also das sind, ich sag mal so, das sind alles Anti-Wotan-Regeln, ganz klar. Ja, das sind also wirklich wichtige Schwellwerte, die da überschritten werden. So, das finde ich alleine ist schon ein krasser Boost. Dann wurde der Shadow in the Warp noch genervt, wenn du halt testen musst. Wenn du innerhalb von Synapsen-Range bist, kriegst du nochmal -1 auf deinen Test. Wenn du Neurotyrant hast, bist du bei -2, steht da Death Leaper neben -3, bam! Das ist, glaube ich, ein bisschen verlässlicher geworden, damit zu operieren. Zusätzlich halt zu den Synergien, die du durch verkackte Battleshock-Text-Tests beim Gegner bekommst, irgendwie über diverse Regeln. Außerdem hat der Neurolektor Synapse bekommen, das finde ich richtig gut. Also da wurde schon sehr viel gedreht. Die Exokrine plus ein Stärke im Beschuss, viele kleine Dinge, die dazu geführt haben, dass ich die jetzt tatsächlich mit zum Warmaster nehme. Ich glaube, Winning sehr, Team sehr mit, Joiner. Sehr mit Tier, aber ich habe wieder Bock darauf zu gucken, wie viel mehr jetzt geht. Also. Geil. Ja, das ist schön. Das freut mich auf jeden Fall. Was wir noch haben, eine Regel, die auch einiges ändern wird, die neue Titanic-Regel quasi. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Da ist es ja so, dass jetzt titanische Modelle durch Gebäude latschen dürfen. Ja, also über 4. Also unter 4 Zoll. Das ist halt richtig, richtig stark. Das macht ein ganz anderes Spiel jetzt für die großen Ritter. Mhm. Ja, das stimmt. Da wird es auch eine Regelung in den Layout-Packs, in den Map-Packs geben. Diese Ruinen sind immer 4,1 Zoll hoch. Ja, ist natürlich möglich, aber all in all ist das schon sehr, sehr saftig. Also es ist eine wirklich schöne Änderung, glaube ich, die das auch. Also man kann natürlich immer darüber meckern, haben jetzt irgendwie die Titanic-Modelle, haben die überhaupt eine Berechtigung in dem Spiel oder eben nicht? Ich finde es geil, wenn da große Viecher stehen. Ich finde auch, dass man die grundsätzlich gehandelt bekommt, dass die gar nicht so schlecht gebalanced sind. Und finde es aber gut, dass die jetzt ein bisschen mehr Narrenfreiheit haben. Das ist schon gut. Genau, das waren Piu Piu. Hier wird rumgeschossen. Benny ist jetzt wieder. Ich bin kurz gedroppt irgendwo. Okay. Dann ist das so. Da bin ich wieder. Da bist du wieder. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das dicke Ding an, in Anführungszeichen. Denn es gibt neue Missionen. Und ich würde sagen, wir gehen einmal durch den Missionsspaß und danach durch das Pariah Terminant Companion. Ja, ich kann zu den Missionen noch gar nicht so arg viel sagen. Ich habe davon nur wenige bisher gespielt. Ich, vom Lesen her spielt sich das Spiel immer noch sehr ähnlich. Also es ist jetzt keine Umwälzung, sondern eher Feintuning. Mhm. Würde ich mal so sagen. Ja, obwohl einige Sachen, ne, also erstmal Actions sind wieder zurück. Also das ist schon mal nett. Auch nichts mehr mit Advance und Action und Fallback und Action, weiß der Geier nicht was. Da hat man sich darauf spezialisiert, durch die Mission quasi das Battleline-Keyword nochmal wirklich interessanter oder wichtiger zu machen. Diese ominösen Gambits, die es mal gab, die sind raus. Secret Dafür gibt es jetzt Secret Missions. Das ist auch. Ich hab gehört, die sind cool. Ja, habe ich auch gehört. Thomas ist Feuer und Flamme. Ja. Und hat gegen mich tatsächlich auch unserem Spiel letzte Woche direkt eine Secret Mission gezogen. Ich musste erstmal lernen, wie das überhaupt funktioniert. Und das ist mächtig. Das ist richtig, richtig gut. Ich glaube, nach Runde 3 ziehst du die und wenn du die schaffst, da in Runde am Ende des Spiels, dann gibt's 20 Punkte, ne? Genau, und du scorst halt, also dein Primary wird bis zur Runde 3 gelöscht, aber du kannst dann weiter Primary scoren bis zu maximal 40. Und das, also, ist einfach gut. Ja, das ist halt auch so. Also gerade wenn du halt irgendwie so einen Warlord wie Magnus hast, der du bist dabei, deinen Gegner zu tablen, dann ist das kein Thema. Also, ja, da wird man mit der Realität irgendwie leben müssen. Ja, das auf jeden Fall. Genau, und wir haben einen ganzen Sack neue Deployment-Maps bekommen und klar, neue Secondaries, die ein bisschen auf den alten aufbauen.
Noch eine Änderung ist, dass beim Deployment Titanic-Einheiten jetzt als 2 Einheiten zählen. Okay. Das ist auch ganz cool. Nett. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Genau, und dann, was haben wir denn? Wir haben als Mission Rules, da kann man ein bisschen unterscheiden zwischen, ich würde jetzt was sagen, Standard-Missionsregeln. Also erstmal, es regnet nicht mehr. Mhm. Das kann man schon mal sagen. Irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist immer. Es ist immer eitel Sonnenschein bei 40k. Das ist cool. Und man kann quasi unterscheiden zwischen Battleline Mission Rules und nicht Battleline Mission Rules. Was soll das heißen? Es gibt 5 Mission Rules, die Battleline Einheiten quasi verbessern. Das geht von, können eine Action machen nach Advance oder Fallback, können schießen, wenn die eine Action machen, können vom Feld genommen werden am Anfang, können extra Punkte über Raise Banners machen, das ist zurück mit dem Kaviar, da kann man bis zu 5 Punkte pro Spiel nochmal zusätzlich erspielen. Mhm. Und in einer Mission können die Go to Ground und Heroic machen für 0 CP. Ist auch ziemlich gut. Von daher wird man dann schon versteckt überlegen, Battleline-Einheiten mitzunehmen. Inwiefern das halt wirklich was bringt, muss man dann sehen. Es kommt auch immer darauf an, wie viele Turniere auch wirklich diese Mission spielen und was der Impact insgesamt ist der jeweiligen Punkte, die du da rein investierst, weil Primary Scoring ist halt weitaus schwieriger in der jetzigen Edition oder in dem Pariah-Paket. Und genau, die anderen Missionsregeln sind Fog of War, da gibt's in der ersten Runde Cover für alle und man kann außer New Orders kein anderes Core Strat spielen. Adapt or Die, da kann man, also prinzipiell würde ich immer sagen, lieber Adapt, natürlich. Da kann man eine Fixed oder Tactical quasi im Spiel traden für eine andere Mission. Dann gibt's meiner Meinung nach das neue Chilling Rain, das nennt sich Inspiring Leadership. Da hat der Warlord halt eine Bubble, die +1 auf Battleshock-Tests gibt. Tyras hatten diesen Trick. Ja, aber nur außerhalb der Deployment Zone. Ja. Ja, gut. Und dann haben wir Smoke schon, and. Schon leicht bewölkt, ne? Ja, ja, genau. Der hat eine leichte Wolke um sich rum anscheinend. Ja. Und Smoke and Mirrors, das ist, da kann man nochmal Einheiten in die strategische Reserve spielen, bevor das Spiel losgeht. Ja, witzig, aber da man seinen Gameplan nicht drauf aufbauen kann, eher irrelevant. Ja, dann haben wir die Deployment Maps, können wir dann einmal kurz durchgehen. Was sich geändert hat, ist, es ist dazu, das Sweeping Engagement hat sich geändert und Tipping Point ist neu dazugekommen. Genau, es gibt jetzt die beiden stufigen. Genau. Finde ich super. Finde ich total cool. Macht das Spiel sehr interessant, finde ich. Also du teilst, also GW teilt dadurch quasi die Map sowieso schon mal in 4 Mini-Schlachtfelder, hätte ich fast gesagt. Mhm. Ich finde das total interessant, das zu spielen mit dem Laufvorteil auf der einen Seite und dass man teilweise wirklich enorm kurze Wege bis in die gegnerische Aufstellungszone hat, wenn man jetzt von den Spitzen wirklich misst. Das sind da teilweise, keine Ahnung, ich glaube, der niedrigste Wert ist was 16 oder 14 Zoll oder sowas. Mhm. Das ist schon ziemlich krass. 16, glaube ich. Nee, 16. Ja, ich mag die sehr gerne. Und geblieben sind, ja, Dawn of War ist halt. Also eigentlich wurde doch nur Sweeping Engagement wurde geändert und Tipping Point ist dazugekommen. Ja, Crucible gibt's aber trotzdem noch, das Schräge, ne? Ja, das Crucible of Battle gibt's noch. Ja. Genau. Genau. Dawn of War und Hammerschlag gibt's. Dawn of War wurde etwas enger beisammen. Man wurde näher zusammengebracht. Genau. 24. Ja, also ich find erfrischend, nett. Finde ich alles okay. Die Mission ist ja eigentlich das, was die Erfrischung bringen soll. Da kann ich, wie gesagt, muss ich viel mehr spielen. Genau, die sind ein bisschen angepasst worden. Wir können da einmal durch die Primaries durchgehen. Purge the Foe ist fast wie vorher, holt more Killmore, nur dass man Killmore nicht in der ersten Runde machen kann. Das heißt ja, also, dass, Halleluja. Ja, fantastische Änderung. Dann ist man nicht direkt 8 Punkte hinten dran, wenn der Gegner einem irgendwie jemanden wegsnipert und man selber hat es nicht gebacken bekommen, einen zu töten, sondern ist man halt 4 hinten dran. Das ist gut. Mhm. Scorched Earth ist Objectives abbrennen. Und das passiert aber erst am Ende des Spiels, dass das gebrannt wird. Und dann gibt es dafür natürlich auch wieder extra Punkte.
The Ritual, das ist Marker legen, das ist ein bisschen angepasst worden, sind jetzt 12 Zoll statt 9 Zoll. Mhm. Dann haben wir Unexploded Ordnance, das ist ein Stück weit das alte Schädeltreten, hat man nie gesehen. Ja. Und wird man wahrscheinlich auch jetzt nicht sehen. Ja, also ich glaube, dass die neue Art ist ein bisschen interessanter, ein bisschen fairer gemacht. Dennoch, Sachen, die sich auf dem Feld bewegen, wo man irgendwelche Lappen oder Marker nervig. Die ganze Zeit hin und her schieben muss, da wird man meistens von Abstand nehmen, auf jeden Fall. Ja. Burden of Trust, das ist 4 Punkte einfach für einen Marker halten und dann können Einheiten Marker garden sozusagen. Und wenn die den Marker dann bis zum Ende des Zugs halten, gibt's nochmal 2 Punkte oben drauf. Mhm. Also spannend. Ja. Dann, was haben wir noch? Lynchpin ist was, glaube ich, viel gespielt wird. Ich halte deinen Homemarker und dann punktest du mehr für die Neutralen, ne? Genau. Das ist wirklich gut. Das wird es, glaube ich, viel geben. Und was haben wir noch? Genau, Terraform gibt es auch noch. Das habe ich aber überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Action-based, okay. Opponents 4 Punkte pro Marker und 2 extra für Marker, die man terraformt. Okay, ist halt, ja, ist Action-based und auch da sieht man halt wieder, ist ein bisschen unterschieden zwischen, wir können Sachen mit Action machen und wir machen Sachen ohne Action und das wird sich auch in den Secondaries nochmal ein bisschen weiter ausstaffieren. Dann haben wir relativ, ja, normale Sachen dabei wieder. Assassination ist dabei, Bring It Down ist nicht mehr ganz so interessant. Kastriert worden, möchte ich sagen. Mhm. Gibt weitaus weniger Punkte jetzt für die Modelle, die man tötet. Das ist schon richtig krass. Also ich glaube, unter 15 Leben gibt es nur 2 Punkte pro Modell. Nicht pro Modell, pro Einheit. Ja. Das ist schon richtig, richtig krass. Das führt halt wirklich dazu, dass man gegen Vehicle-Heavy-Armies schon, also nicht unbedingt gegen Komplett-Vehicle-Armeen wie Knights, solltest du halt dann wirklich alle töten, damit du da irgendwie ins Maximum kommst. Aber gegen alles, was halt nur eben so ein paar mehr Autos dabei hat, das fixt überhaupt nicht interessant ist. Und das zieht sich prinzipiell wirklich durch die ganzen Missionen durch. Also ich kann nicht sagen, dass es so wie vorher, wo du die Möglichkeit hattest, ich möchte gerne fixed spielen und zwar immer und baue meine Liste danach. Ich glaube, das funktioniert so nicht mehr gut. Call the Horde. Das ist das Äquivalent zu großen Einheiten. Also das Bring It Down Äquivalent zu 20er Einheiten, wobei 20er Einheiten wirklich jetzt auch nicht so häufig sind. Ne? Ja, genau. Aber da die kannst du halt dann töten für 5 Victory Points. Das ist gut. Muss man halt aber nur den Gegner finden, der das dabei hat und alle attached Characters zählen nicht mit rein. Mhm. Das ist halt so. Und es muss Infanterie sein, das heißt also ein 6er-Paket Wraith-Abschlachten bringt halt gar nichts. Das ist ein bisschen schade. Dann haben wir das alte Clans, das ist mit dabei. Wir haben Established Locus, das ist ein bisschen verfeinertes Deploy-Teleport-Homers. Dann haben wir etwas, wo jeder gesagt hat, boah, mit Fixed kann ich das richtig geil spielen? Das ist Recover Assets oder wie wir es sagen, Recover Assets. Ist eine Aktion, die macht man in der eigenen Zone, im No Man's Land und in der gegnerischen Zone und kriegt dafür Punkte. Wenn man es in 2 Zonen macht, 3. Wenn man es in 3 macht, 6. Und das wäre prinzipiell eine gute Möglichkeit gewesen zu sagen, das ist doch mal was, da mache ich doch mal Fixed mit, aber das ist ja, fürs Companion ist es aus dem Fixed Pool rausgezogen. Und gut so. Dann haben wir Behind Enemy Lines, Engage, Storm Hostile und das kennen wir quasi ein Stück weit alles. Das waren die Fixed-Missionen quasi, jetzt minus Recover Assets und dann haben wir die typischen Sachen noch Area Denial, Extend Battle Lines, Secure No Man's Land und Defend Stronghold und No Prisoners, Overwhelming Force und dann wieder eine neue Marked for Death, die ich persönlich abgrundtief schlecht finde. Der Gegner sucht 3 Einheiten aus und wenn du eine davon tötest, ja, dann kriegst du halt 5. Das sind mal die hinter der Homebase parken oder irgendwie Knight sind oder keine Ahnung. Ja, die ist ja nicht so gut. Ja, das ist halt eine, die willst du, also wenn du die ziehen musst, was du ja kannst, willst du die sehr, sehr weit am Ende haben und du willst schon gewinnen. Ja. Das ist halt eine klare Win-More
Sache. Ansonsten, oder der Gegner hat einen Hirnschlag und zeigt deswegen auf die falsche Einheit, die mit einem Feld steht. Tremor und zeigt einfach auf alles. Ja, genau. Also finde ich völlig fail, aber naja, gut. Ein Out muss es halt immer geben. Dann gibt es noch Sabotage. Das ist auch wieder eine Action. Und die macht man in einem Geländestück. Mhm. Ne, das ist die in einem Geländestück. Ja. Ja. Und das Geländestück muss außerhalb der Deployment-Zone sein. Nee, Entschuldigung. Die Einheit muss außerhalb der Deployment-Zone sein. Das Geländestück kann quasi auch in die Deployment-Zone reinragen. Das heißt also, wenn man ein Geländestück hat, was über die Deployment Zone ins No Man's Land reinragt, dann kann man quasi an eine Wand seine Jungs stellen und die können diese Aktion machen. Und während sie im No Man's Land stehen. Ja, das kann mal Konstellationen geben, in denen das geht, ja. Und dann haben wir Containment. Das ist das alte, Investigate Signals, aber auf cool, denn da geht es nicht mehr um die Ecken, sondern es geht um die Kanten. Ja, auch nur zwei. Und das ist auf jeden Fall für die meisten machbar, würde ich sagen. Ja. Ja, insgesamt sehr gute, feine Änderungen. Finde ich auch. Das ist nicht übers Knie gebrochen, angepasst, bisschen spielbarer, streamgelined. Also ich bin insgesamt recht zufrieden und ich freue mich darauf, irgendwie da ein paar Raps reinzukriegen, was das Ganze angeht. Ja, bin ich komplett bei dir. Und das Companion quasi hat alles nochmal zusammengefasst und da gibt es dann auch wieder die Vorschläge für Missionen, wie man sie auf Turnieren gerne gespielt hätte. Da sind halt wie immer ein bisschen Hit und Miss. Genau. Und vor allen Dingen gibt es aber auch eben Gelände-Layout-Vorschläge. Ja, und zwar nicht mehr 4, sondern 8. Und halt zu den Deployments sind auch ein bisschen zugeordnet, was man wofür spielen soll. Also nicht jedes Map-Ding eignet sich für jede Mission. Das ist gut und also viel umfänglicher als beim letzten Leviathan. Ja. Und die Maps selber sind sehr unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel letzte Woche mit Thomas das Layout 2 gespielt und war mega positiv angetan und überrascht, wie cool das war. Okay. Also es war wirklich, hat ein ganz anderes Feel, das Spiel irgendwie. Es gibt ganz andere Winkel und es hat einfach echt mal so diese alte Kruste von wir spielen immer den gleichen Bums irgendwie aufgelöst, weil was war echt erfrischend. So. Ja, das kann ich mir total vorstellen. Also hart gefeiert. Und das wird aber auch Maps geben wie Map 8. Die 4 habe ich mir angeguckt oder die. Ja, die 8 ist halt auch so ein spezieller Fall, aber die 4 fand ich auch bemerkenswert, offen. Da muss man dann vielleicht mal gucken, ob sich das wirklich so eignet. Aber insgesamt finde ich, ist das wieder ein Schritt nach vorne. Ja. Mindestens eine graduelle Verbesserung. Ja, was ich vielleicht ein Stück weit immer ein bisschen doof finde, ist, dass man, entweder hast du quasi Line-of-Sight-Block oder du hast es halt nicht. Also es gibt ja nur An und Aus. Und ja, da sind jetzt irgendwie noch Geländestücke, die 2 Zoll hoch sind dabei und keine Ahnung was. Aber grundsätzlich müssten die, finde ich, nochmal irgendwie einen Boost bekommen, der auch irgendwas aussagt. Das stört mich noch ein Stück weit. Entweder, keine Ahnung, ich stehe hinter der Base und werde nicht gesehen und dann hast du halt wirklich wie bei Map 4 und Map 8 halt, okay, da liegt jetzt nur Zeug in der Mitte, wo ich halt trotzdem gesehen werde. Und warum liegt das Zeug dann überhaupt? Naja, also für die Fernfeuerwinkel liegt es da. In der Mitte ist es, also jetzt wir reden mal über Map 8. Die ist, glaube ich, schon ein bisschen unsäglich. Das muss man nicht. Aber die Idee ist ja schon eher, dass die in der Mitte, also dass die Feuerwinkel durch die Mitte blockieren, ne? Nicht, dass du nicht von überall nach überall, aber sobald du dich da rein bewegst, hast du ein bisschen mehr Narrenfreiheit. Aber nicht überall hin, weil du dann von da aus, wenn du in der Mitte stehst, wenn du es mal genau anguckst, hast du zwar irgendwie diese riesigen freien Flächen, Norden und Süden,
Aber wo der Gegner stehen wird, ist ja immer hinter den drei Ruinen, die direkt darum rum sind. Ja. Und da kannst du wiederum nicht hingucken. Also vielleicht muss man das auch einfach mal erstmal dem eine Runde ausprobieren geben. Das ist halt, du exposed dich, wenn du dich da reinstellst. Und so geil ist die Position dann auch wieder nicht. Ja, aber das sind halt alles. Davon ab, wo die anderen Marker liegen. Ne? Also, aber das sind halt alles, sind ja alles quasi keine Ruinen, sondern es sind Geländestücke, die unter 2 Zoll hoch sind. Ne? Ja, aber die sind ja trotzdem obscuring. Also das, was wir als Obscuring kennen, du wirst da halt trotzdem nicht durchschießen. Sobald du musst schon rauf, um rausschießen zu können. Ja, wenn das die das mal, wenn das mal jeder so spielt. Spannend. Die sind nicht einfach nur nicht da. Das wäre ja dann total lame. Das sind Line-of-Sight-Blocker. Ja, bin ich gespannt, ob das jeder so übersetzt, ehrlich gesagt. Okay, ich dachte, das wäre total selbstverständlich. Selbstverständlich wäre es für mich gewesen, wenn da dann auch noch Ruinen draufstehen würden, denn das tun sie halt eben nicht, weil der Bezug jeweils von einer Wand quasi ist bei den anderen mit drauf, da nicht, und es ist gesagt, die sind unter 2 Zoll groß. Von daher sehe ich den Hinweis, ja, dass die Regelung ist doch, also dieses Obscuring gibt es ja nicht mehr, aber ich glaube, bei Ruinen ist es so, dass die Area Base dasjenige ist, was Line of Sight blockt, egal wie groß das Gelände ist, was da drauf steht. Und die Höhe des Geländes macht jetzt nur einen Unterschied dafür, ob da Fahrzeuge rüber. Ja, ich habe ja, und jetzt sehe ich aber auch einfach den Fehler, den ich in meinem Gedankenspiel da hatte, denn da steht bei, dass es alles Ruins sind. Okay. Mhm. Das habe ich nicht ganz auf dem Schirm gehabt. Deswegen habe ich mich gefragt, ob das wirklich alle komplett als Ruinen stehen, aber dann sollte alles eine Ruine sein oder immer Ruinen. Ja. Dann genau, macht das okay. Wieder Sinn. Ja, wird man auf jeden Fall sehen, wie wild der ganze Spaß dann wird. Ich finde es aber gut, dass die da was vorschlagen. Und das Problematische dahingehend ist jetzt erstmal nur in Anführungszeichen, dass sich da auch sehr viele erstmal dran orientieren werden. Und da muss man mal gucken, wie halt die ganzen anderen Layout-Verrückten dann irgendwie nachcatern. Ne? Also da darf man gespannt sein. Das werden wir auch sein. Genau. Gut. Yo, das ist das Companion. Das ist das neue 40K. Und das spielen wir, du, in Kiel? Kiel, genau. Und dann auf dem Warmaster. Und genau, da komme ich auch mit. Anfang August. Ich mit Tyras, du mit Wotan. Yes, genau. Da sind auch schon die Missionen draußen, das kann man alles einlesen, da würde ich jetzt gar nicht großartig drum rumgehen, sondern dann nochmal auf jeden Fall darauf hinweisen, also wir werden auf dem Warmaster spielen. Das Team Germany ist jetzt gerade in den letzten Zügen, die Listen fertig zu machen für die WTC. Und wir, genauso wie Chris, veröffentlichen weiterhin bis zur WTC reichlich Content zum Team Germany, zur WTC, um euch ein bisschen zu hypen. Gestern haben wir im Rahmen des Team Germany schon das erste Interview mit einem Nicht-Team Germany-Spieler gemacht, sondern mit dem William, mit dem Captain von Team Schweiz. Ganz einfach, weil wir Team Schweiz und Team Österreich natürlich auch noch ein bisschen präsentieren wollen, denn das haben die auch verdient. Ein bisschen den deutschsprachigen Raum weiter pushen. Das ist, glaube ich, ganz geil. Und also ich bin gespannt, was unsere Jungs da am Ende für 8 Listen aus dem Handgelenk zaubern, sag ich mal. Ja, ist halt für alle die gleichen Bedingungen. Paria ist gerade gedroppt. Die Regel-Deadline ist quasi Press auf Knopf irgendwie. Wer ist das? Keine Ahnung. Spitz auf Knopf. Ja, Press an Kante. Spitz auf Knopf. Und Nagel in Augen. Alle müssen jetzt irgendwie sich scramblen und gucken, wie sie ihre ausgedachten Konzepte weiter funktionieren, ob man Anpassungen machen muss. Sag mal, Green Tide geht. Die Maps wurden noch mal angepasst. Jetzt auch ganz kurz vorher. Also da ist auf jeden Fall noch Bewegung drin und es wird auch ein bisschen darauf ankommen, wer jetzt quasi unter diesen nicht 100% alles ist komplett durchanalysiert Bedingungen die besten Sachen auf die Platte stellt und die dann in den kommenden Wochen noch am besten durchgetestet bekommt. Ja, das wird wirklich, wirklich spannend. Also ich freue mich schon wie die Sau, also einmal aufs Warmaster und wirklich auf die WTC. Das wird sehr, sehr geil. Von daher, liebe Leute,
Schaut immer wieder auf unseren Discord-Channel und auf unseren Instagram und auf unseren YouTube-Channel. Da wird einiges rausgehauen, genauso wie auf w40k.de, die offizielle Seite von Team Germany. Alle, die bei der EM zugeguckt haben und sehr traurig waren, dass das deutsche Team so früh ausgeschieden sind, packt eure Fahnen und eure Schaum, Daumen und Zeigefinger noch nicht weg. Haltet sie draußen, um dann Team Germany auf der WTC anzufeuern. Mhm. Denn das gibt's dann in nicht mal mehr 4 Wochen. Ja, das. Sehr geil. Schön. So, ich habe ungefähr 8 Liter Flüssigkeit verloren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. 0,2. Sehr gut. Und würde dann damit sagen, beschließen wir das Ganze. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass wir mal wieder zusammengefunden haben. Das ist großartig. Indeed. Und dann, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, pack mal. Deckel drauf. Jo. Alles klar, dann bleibt gesund, liebe Leute, und tschüss.